herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Hallo. Ein paar Leute sind im Urlaub, ich bin da, ich mache die Anmoderation. Hier sind die Comic Cookies. Hier ist der Podcast, den keiner verpassen sollte. Die Comic Cookies sind ein Gemeinschaftsprojekt von Comics und Cookies. Die Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare über bla bla bla. Ach, das kommt ja am Ende, wir sind am Anfang. Herzlich willkommen zu den Comic Cookies, Ausgabe 84. Heute in der Stadt am Rande des Universums. Da waren wir schon mal, da werden wir auch wieder sein. Das nächste Mal ist wieder... Wie hieß der nochmal? Der Erinnerer und Mahner Lord Breedstorm dabei. Heute nicht. Heute ist dabei zu meiner Linken der ehrenwerte Marek. Marek, stell dich mal kurz vor. Ja, hallo, hier ist der Marek. Marek Sulewski. Ah, und ich weiß nicht, wie man das nennt, zu meiner Diagonalen. Ja, das passt schon ganz gut. Ja, der Sascha Dörps. Sascha, stell dich vor. Am anderen Ende der Hypotenuse. Ja. Ja, Sascha Dörps ist mein Name und ja. Ich bin jetzt das zweite Mal dabei und habe noch keinen eigenen Stammstuhl. Spätestens jetzt ist es dann. Da wird dann noch was draufgeklebt. Aber nur, weil ich gerade eingenässt habe. Und wir haben noch jemanden. Er hat eben schon, du hast eben schon was gesagt, gell? Ja, ich kann mich dann nie zurückhalten. Das ist das Problem mit Zeitreisen. Es gibt immer so ein Dilemma. Das ist das Dilemma. Also manche versuchen irgendwas der Reihe nach zu erklären. Das ist nicht das Dilemma. Das Dilemma ist... Folgendes, hier ist unser Host tonight, der in Urlaub ist und nur zu Gast hier ist. Ja. Steffen L. Steffen, stell dich vor. Ja, L. mit Nachname, das trifft's. Dankeschön. Ja, aber so, so heißt du doch öfters mal L. Ja, also ich hieße ja LL ohne Punkt, aber mit Punkt, das hat so einen Abschluss. Das heißt, Statement platziert, gesetzt, das ist es. Ich bin der Meinung, wer LL sagt, muss auch Cool J sagen. Yes. Genau. Überlege allerdings gerade, ob das so eine gute Idee war, dir die Moderation zu überlassen. Der Geist ist aus der Flasche. Ja. Hättest du es mir ein paar Minuten vorher gesagt, hätte ich auch vielleicht was Flüssigeres. Ach, das ist doch alles gut. Ja, aber flüssig, ich trinke gerade mal was. Flüssig, genau. Sind wir denn nach der Anmoderation schon mitten im Podcast? Ja, wir können mal Hörer zu Wort kommen lassen, weil das geht jetzt auch mittlerweile. Also wir haben jetzt seit Neuestem, auch halt mal als Testballon, haben wir auch angekündigt, dass wir eine kleine Telegram-Gruppe eingerichtet haben. Telegram-Gruppe. Es gibt eine App, die heißt Telegram. Genau, einen offenen Chat. Und da könnten theoretisch Fragen gestellt werden und das würde dann, wenn das passiert, so klingen. Hallo, ich habe gehört, man kann auch vorab schon Fragen stellen. Da habe ich eine Frage an Sascha Sulewski. Findest du die Comics von Marek Dörp auch gut? Bitte um Antwort im Podcast. Danke, tschüss. Ach, das ist ja cool. Ja. 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 Aber das war ja eine ernst gemeinte Frage. Ja. Haben wir denn die angesprochenen Personen da? Einmal durchzählen, bitte. Ich weiß noch gar nicht, ob ich mich jetzt angesprochen... Irgendwie so Amalgam-Version von den beiden. Ein Teil von mir fühlt sich angesprochen. Ich glaube, da ist was durch Zeitreisen durcheinander gekommen. Ja, das auf jeden Fall. Aber ihr müsst immer dabei bedenken, wir sind hier in der Stadt am Rande des Universums. Ja, nicht im Dorf am Rande des Universums, sondern schon in der Stadt. Ist das nicht Stadt? So heißt es, so steht es geschrieben. Ist das nicht Hessen? Ich dachte immer, das wäre was. Das ist eigentlich ein Dorf von außen, aber innen viel größer, so wie die TARDIS. Also, genau, ja. Und alle anderen Sachen auch. Nur, dass das halt die Retardis hier. Retardis, yes. Ja. Das heißt, das ist die umgestülpte TARDIS hier. Jetzt auch die Hirsch-TARDIS, wenn es die... Naja, gut. Eine Hirsch? Ja. Wildunfall. So, wir wollten das doch lassen. So, diese ganzen Wortspiele. Ja, gibt es da jetzt auf eine Antwort auf diese? Ich kann es ja nochmal kurz. Ja, spielst du nochmal vor. Weil es so gut war. Weil es so sensationell war. Weil es der erste war. Hallo, ich habe gehört, man kann auch vorab schon Fragen stellen. Da habe ich eine Frage an Sascha Sulewski. Findest du die Comics von Marek Dörp auch gut? Bitte um Antwort im Podcast. Danke, tschüss. Dann machen wir es doch so. Fragen wir doch einfach, haben wir hier eine Person, die mit Vornamen Sascha heißt? Ja, also tatsächlich ein Drittel von mir heißt mit Vornamen Sascha. Wieso ein Drittel? Weil ich noch zwei andere Vornamen habe, die ich in den nächsten beiden Sendungen verraten werde. Moment, das ist aber schon die zweite Sendung. Du müsstest eigentlich schon den... Naja, egal. Wir wissen ja Vor- und Nachnamen. Das zwei Sachen wissen wir schon. Die genau.
Der Marek ist ja jetzt, was den Comic-Output betrifft, jetzt nicht unbedingt der schnellste oder der vielfältigste. ich würde aber so sagen, der qualitative Anspruch an seinen Comic ist sehr hoch und den sieht man in den drei Seiten, die ich von ihm schon gesehen habe, auch durchaus an. Also es gefällt mir sehr gut und ich freue mich auch darauf, ein Projekt mit ihm machen zu können, über das wir sicherlich im Laufe der Sendung noch ein bisschen was erzählen werden. Mhm. Ja. Und dann übernehme ich jetzt den Part von Marek. Also Sascha ist natürlich dann so eine ganz andere Geschichte bei den Comics, was das angeht. Also ich habe da jetzt schon wirklich vieles gesehen, mehr als nur drei Seiten, muss ich schon zugeben. Ja, und ich finde den Stil wahnsinnig spannend. Also ich finde, es geht schon so in die Vektorrichtung, starke Kontraste. Also ich finde das schon sehr, sehr cool. Geschweige das neueste Projekt von ihm, Mad Eagle, das ist schon auch so eine Hommage an die 80er. Das ist schön gezeichnet und erinnert so an die Kindheit, an die Jugend. Deswegen ist da halt noch sowas, was wir heute erwähnen wollen, was vielleicht auch Sascha Sulewski und Marek Dörbe, eigentlich was für ein Titel. Ja? Ja. Also muss man schon sagen, eigentlich nicht schlecht. Ja, einfach das mal als Pseudonyme benutzen auch. Ja, damit man nicht erkennt. Damit man nicht erkannt wird. Das finde ich auch sehr wichtig. Gut, wenn wir zusammen was machen, dann müssen wir keine Chance. Egal. Ihr müsst dann aber auch so signieren dann. Ja. Das sollte auch kein Problem sein. Ja. Oder einen Vertrag unterschreiben. Ja. Alles. Das ist geil. Das ist ja jetzt nur witzig, aber in 70 Jahren, wenn man das dann nochmal guckt, so wenn heute irgendwas der George Lucas unterschrieben hat, denkt man auch, der hat immer nur George und Lucas miteinander verknüpft. Ist das toll? Ja. Auch langweilig, ja. Finde ich, gell? Eigentlich schon. Von dem Standpunkt aus gesehen. Ja. Ja, aber was hat er denn schon Großartiges gemacht? In der Anfangszeit hat er Fanbriefe mit Schreibmaschine getippt, geschrieben und die stellen ja schon einen gewissen Wert dar. Was er sonst noch gemacht hat, weiß ich nicht. Hat er die geschrieben an wen oder hat er geantwortet? Ja. Oder? Geantwortet. Also ich habe jetzt im Sinn etwas, das mir in Erinnerung so halb noch zur Verfügung steht. Das war eine Antwort auf einen Fanbrief an ihn. Ah ja. Ja. Ihr wart gerade so dabei, euch gegenseitig so positiv darzustellen. Ich könnte mich da jetzt nochmal einreihen, weil ich habe mir Mad Eagle gekauft, weil es ist ein Wolltest du dich positiv darstellen, oder? Ja, das auch. Ja, ja. Ja, das, ich habe es gekauft. Erstens unterstütze ich immer das so. Das ist schon mal gut. Das ist gut, also, das stell dich schon mal nobel. Dass du das nicht auf Napster runtergeladen hast. Napster war ja LL Cool J. Der Abschweifer legt los. Als Napster neu war. Hör auf mit sowas, bitte. Dann habe ich LL Cool J, I Need Love, habe ich gesehen, da gibt es eine 7-Minuten-Version, kenne ich doch gar nicht, weil man es ja runterladen kann und auch kostenlos ist, kann man es ja erst runterladen, dann anhören. Und dann war das keine 7-Minuten-Version, sondern irgendein Witzbold hat einfach zweimal die Single nebeneinander gespielt und als Maxi zum Download gestellt. Nicht zum Download, sondern zum Austausch. Ja. Das ist das, was mir zum Stichwort Napster verknüpft mit LL Cool J einfällt. Aber es ist ja so, dass ich noch was zu dem Mad Eagle sagen wollte. Also ich bin ja auch durchaus ein Mad Eagle-Esser, aber ich habe auch einen Comic gekauft und ich habe früher mal im Comicladen gearbeitet. Da habe ich auch netterweise einfach so selbstkopierte von irgendwelchen Krickel-Krackel-Künstlern auf Kommission genommen. Das heißt, ich habe die auch ins Regal gestellt, der Crowd angeboten und habe dann auch immer eins gekauft, um den Künstler zu unterstützen, um ihm ein positives Gefühl zu geben, um zu lesen und nicht zu verpassen, wann der nächste geile Comic kommt. Und nur so kann man den nächsten geilen Comic erwischen, wenn man alles liest. Und da habe ich die Sachen auch gelesen. Und unter dem Aspekt habe ich auch Mad Eagle gelesen. Und ich bin jetzt nicht der höchste Kenner von, wie heißt dieser blonde Action-Typ aus den 80ern? Die sind alle. dieser Charles Bronson in sämtlichen Rollen habe ich nicht verfolgt. Aber ich habe, Action Jackson geguckt. Ich kann mich an fast nichts mehr an den Film erinnern, außer an, dass alle Angst haben, wenn der Action Jackson kommt, weil er einen Ruf hat, der überhaupt nicht bekräftigt werden kann. Und ich habe mehr Filme in den 80ern gesehen, als ich jetzt mir zugetraut habe, als ich den Comic jetzt gelesen habe. Aber ich habe mich da ja so cool aufgehoben gefühlt. Also der Comic erwischt einen schon, auch wenn man dachte, dass man nicht alle Actionfilme der 80er gesehen hat. Also das ist für jeden immer nochmal was dabei. Ja, das freut mich. Also der war viel besser, als ich erwartet hatte. Ja, dann versuche ich mal entweder das Niveau zu halten oder es sogar zu steigern mit Ausgabe Nummer 2. Wann kommt die denn? Im November. Geil. Also und zu Erlangen im nächsten Jahr wird es dann die dritte Ausgabe geben. Das ist doch cool. Da haben wir das ja schon mal abgesteckt. Wie haben wir dann den Produktionsprozess so einzuschätzen für eine Mad Eagle-Ausgabe?
Also das ist ja alles so, wenn man... Ist ein bisschen mit Arbeitsteilung verbunden. Auch, ne? In dem Fall habe ich die, also mache ich eben den Text und das Linework und Farben werden von dem Marc Blinn gemacht, den man vielleicht von Plemplem Verlagsheften kennt wie Riot oder den Metahumans. Mhm. Und der ist auch Zeichner und was die wenigsten wissen, aber was ich sehr, sehr faszinierend finde, er zeichnet im Regionalzug zur Arbeit. Ach, aber nicht so wie ich, der sich mal eben das iPad aufklappt und drin rumkrakelt. Der klemmt sich sein DIN A3 Papier aufs Zeichenbrett und sitzt dann da. Das ist cool. Und der weiß halt auch, wo er sitzen muss, um halt also einen halben Platz mehr zu bekommen und dann eben in einem vollen Zug arbeiten zu können. Und okay. Ja. Deswegen sehen die Sachen auch so aus, wie sie aussehen. Der Marc hört das hoffentlich nicht. Nein, aber die Arbeitshandlung ist wirklich die, er macht die Farben, ich mache ihm dazu ein PDF immer fertig. In dem PDF steht dann eben sowas drin, wie das ist jetzt die Kühlerfigur von Lincoln Hawk aus dem Film Over the Top und soll die Farbe haben. Oder die Corvette soll aussehen wie die Corvette von Mark Hamill aus dem Film Corvette Summer oder sowas. Also, oder das Auto hat bitte die Einfärbung von Colt Sivas Dodge. Also solche Geschichten sage ich ihm dann immer. Mach dann so ein PDF fertig mit Fotoproben und so Gedöns. Schick ihm das dann und er arbeitet das dann ab. Das ist eine sehr angenehme Sache. Und zu deiner Frage zurückzukommen, wie lange dauert sowas? Mhm. Das Mad Eagle Heft hat ungefähr 2 Monate gebraucht. Okay. Also ich habe ein bisschen weniger gebraucht an der Zeit, also knapp, ich habe immer so ein Output von 3 bis 4 Seiten pro Woche in dem Fall gehabt. Und dann kam aber auch noch der Stefan Sombetski dazu, der das Cover gemalt hat. Und das alles zusammen hat dann sicherlich in seiner Gesamtlänge, Produktionslänge 4 Monate in Anspruch genommen. Wir müssen jetzt ein bisschen schneller werden, glaube ich. Aber gut, beim ersten Mal ist es ja immer so, das braucht dann seine Zeit. Also das Lesen ging schneller, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, ja. Das ist immer das finde ich immer so traurig. Also das weiß ich ja auch als Comic-Leser, dass wenn dann also wieder so ein Comic rauskommt, der großartig aussieht und man freut sich drauf, den zu lesen. Und selbst wenn es ein dicker und langer, lang zu lesender Comic ist, so, man sitzt ja nicht mehrere Tage an so einem Ding, sondern liest sie dann doch in einem Rutsch durch. Und dann ist es immer sehr, sehr traurig, weil man liest ja auch in einer gewissen Geschwindigkeit, kann gar nicht die Panels genug würdigen, weil man einfach irgendwie dann auch wieder den Sprechblasen folgt. Und ich weiß ja, wie viel Arbeit da so reinfließt. Das ist immer so schade, dass das in keiner Relation irgendwie steckt. Finde ich auch immer schade. Als ich früher Verkäufer war und dann war das noch viel extremer. Es gibt ja Albenleser und dann gibt es Manga-Leser und die lesen noch viel, viel schneller. Da kommt, also irgendjemand hat das irgendwann mal gezeichnet und dann kommt auf dem deutschen Markt die Lizenz, die deutsche Version von Dragon Ball raus, ein Taschenbuch mit 200 Seiten. Es kommt monatlich raus, weil es das Werk schon gibt, kann man auf Deutsch schneller veröffentlichen, als wie der Zeichner nachkommt. Und dann lesen das die Kids. Drrrt. Wann kommt endlich der nächste? Und ich denke, sag mal, du hast gerade 200 Seiten weggeballert. Guck dir doch mal an, was da überhaupt zu sehen ist. Und ja, ich glaube, das sollte man wirklich mal anders wahrnehmen. Also ich lese manchmal mit Absicht, aber auch, weil ich das entdecken möchte und wertzuschätzen weiß, so ein Ding langsam, mehrmals, nochmal zurückblättern, nochmal vorblättern. Und jetzt habe ich auch Berlin gelesen, so ein 600-Seiten-Werk. Und da braucht man länger für. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass der 22 Jahre dran gehockt hat. Ja, gut. Auch nicht kontinuierlich, aber, nee, aber ja. Von Anfang bis Ende halt, ja. Aber es gibt halt, also der Matt Eagle zum Beispiel, der ist auch auf schnelles Lesen angelegt. Also das ist halt, die Sprechblasen sind überschaubar. Die Panels auf der Seite sind jetzt auch nicht so unfassbar verfriemelt und verfrickelt. Es gibt auch ein paar Splash-Panels, das heißt, er hat sowieso eine hohe Lesegeschwindigkeit. Und das unterstützt jetzt auch nochmal so diesen Action-Film-Anspruch, den ich da an mich selber gestellt habe. Kam ziemlich cool rüber, also hat voll gewirkt. Man kann, wenn man das Talent hat, auch als Comic-Künstler selbst die Lesegeschwindigkeit so ein bisschen steuern, indem man so Sachen macht, wie er eben gerade angesprochen hat. Also sich nicht zu sehr verschachtelt in der Konstruieren von irgendwas. Dein Wort in Gottes Ohr. Jetzt war ja der Matt Eagle auch auf einer Comic-Con erschienen erstmals, ne? Richtig, bei der Comic-Con Stuttgart. Was ja auch wieder ganz interessant ist, Deutschland hat mittlerweile viele Comic-Cons, aber nicht alle Comic-Cons sind irgendwie identisch. Da gibt es die
German Comic Cons, die von dem einen Veranstalter sind, und die Comic Con Germany ist auch nur eine Veranstaltung in dem Bereich, die von einem anderen Veranstalter gemacht wird und ausgerichtet wird, und die wiederum hat, wie ich finde, ein sehr hohes Niveau und kann locker mit so Events wie eben Comic Festival München oder Comic Salon Erlangen mithalten, weil man merkt, dass es dem Veranstalter da auch wirklich auf den Bereich Comic ankommt. Zu so Cons gehen ja ganz gerne Leute, die den Film Captain America super finden, aber mit dem Comic Captain America mal so gar nichts anfangen können. Und bei dieser Comic-Con sind aber auch in Stuttgart sind aber auch viele Leute, die wissen, dass da viele Comic-Zeichner sind und voll Bock drauf haben, sich mit denen über Comics auszutauschen. Jetzt wollte ich noch fragen, wie ist das dann angekommen auf der Messe? Prinzipiell. Also die Premiere von dem Comic sozusagen. Ihr hattet da auch so ein paar Variant-Ausgaben noch dabei, ne? Ja, genau. Also man muss ja dazu sagen, dass das Comic Deutschland sehr klein ist. Genre-Comics werden natürlich noch kleiner gehandelt, sodass dann eben Auflagen auch nicht besonders groß sind. Also jetzt zumindest in Deutschland. Man startet üblicherweise, also wenn ich ein Heft rausbringe, dann hat das oftmals eine Auflage von nur 100 Stück. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber daran verkaufst du auch erstmal ein paar Jahre. Der Matt Eagle ist in einer zehnfach höheren Auflage rausgekommen und hat sich auch gut verkauft. Also überraschend gut, muss ich sagen. Und es wird halt auch immer nachgefragt. Also ich merke, das ist der Comic, bei dem ich die größte Resonanz kriege von den Sachen, die ich gemacht habe. Der andere Comic in dem Bereich, wo ich echt großen Rücklauf bekommen habe, positiver Natur, war Arche Noir, der eben auch gut angekommen ist. Ja. Aber das sind unterschiedliche, können Comics eigentlich gar nicht sein. Die beiden haben schon Impact hinterlassen. Und das tut natürlich auch als Zeichner gut. Ist aber auch kein Wunder. Zum einen hast du ja als Zeichner angefangen zu zeichnen und hast dann irgendwann den Punkt erreicht, wo du wahrgenommen wirst. Das ist jetzt einfach diese Tage. Zum anderen sind das zwei Comics, die, wenn ich so Aufschlag auf den ersten Blick sehe, die sind eher für eine größere Leserschaft geeignet, vom ersten Eindruck. Der erste Eindruck muss ja stimmen, damit man sich das Ding vielleicht zulegt. Und dann passen die auch. Also ich glaube, das stimmt auch einfach überein mit, wie die Welt läuft, wie es bei dir läuft. Ja. Ist das nicht schön? Ist das nicht beruhigend? Schön gesagt, es läuft bei mir, wie es in der Welt läuft. Das heißt, ich mache irgendwann einen Rechtsruck. Hoffe ich nicht. Nee, das kann ich sagen. Aber nach dem Rechtsruck kommt halt dann wieder die... So ein Ku Klux Klan Comic. Naja, das kann ja auch witzig sein. Das kann auch. Ich hab ja, in welche Richtung. Ich habe ja mit Cartoons angefangen und da gab es dann auch eine Figur, es war so ein, der hieß der Ku Klux Klan Spinner. Und der Ku Klux Klan Spinner hat alles, was irgendwie weiß und spitz war, gefragt, ob seine Mutter ist. Ach, also die Flosse von einem Haifisch oder einen Eisberg oder einen Stalagmiten, also sowas eben. Ja. Und der hatte auch mal ein Blind Date mit der Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff. Geil. Also das war ein bisschen verrückter, ja. Wo kommt das vor? Das ist bei schoolpeppers.de. Also da gibt es aktuell über 850 Cartoons, die man sich, wenn man Lust hat, ohne Kosten angucken kann. Wenn man jetzt Lust hat, Kosten zu generieren, kann man die noch anders bekommen? Nicht zu generieren, zu entkleiden. Genau, ja, so meinte ich das. Genau, es gibt, ich hab die auch in gedruckter Form zusammengefasst, das erste Buch, Zombie-Anhalter, nimmt niemand gerne mit, ist ausverkauft mittlerweile, aktuell noch zu haben, es ist das kleine Cartoon-Buch, ganz großes Kino, mit Comics rund um Kino, Film und Comics. Nur weil die Welt läuft, wie sie läuft, und wir haben gerade abgeglichen, dass du da mitläufst, kann es halt passieren, dass deine alten Werke nachträglich interessant für die Leser, für die potenziellen Leser sind. Das heißt, ich finde das gar nicht verkehrt, dass du davon jetzt erzählst, und dann gucken wir doch mal, wie viele Leute auf schoolpapers.de gehen. Genau, also ich bin auch, stehe auch mit einem Verlag in Verhandlungen, wenn ich mal die 1000 geschafft habe, dann gibt es dann eben. Aber die fordern, dass es Teacher Papers heißt, oder? Wie wollten die eine Titeländerung haben? Nö, das war alles gut. Also vielleicht nenne ich das Buch anders. Der dicke Dörp oder so. Der dicke Dörp. Lass die Hose an, bitte. Ja. Verrückt. Crazy. Ich habe es übersetzt für die englischen Zuhörer. Jetzt haben die auch was davon gehabt. Eben, ja. Dem Podcast, sehr gut. Ja. Jetzt bleiben wir dran, denken die sich. Und der Marek mal so ein bisschen. We stay tuned. Maybe there's something more English. Yeah.
mal um den Marek ins Boot zu holen. To become the Marek into the boat? Oh nee, bitte jetzt nicht. Please. Man kann so einen Witz auch zu Tode melden. Und das werden wir auch schaffen. Ich weiß leider nicht, was melden heißt. Marek? Ja. Hast du den, den... Den dicken Derp. Den dicken Derp. Nee, den Matt Eagle schon gelesen. Ich habe den Matt Eagle, ich habe den intensiv durchgeblättert. da hast du ihn aber schon fast komplett erfasst. Das ist fast gelesen, ist es. Ich war, muss ich sagen... Intensiv durchgeblättert ist aber auch geil. Ja, das ist, was ich so sehr ich geil immer. Fand, das habe ich dir auch, zum Beispiel diesen Moree-Effekt bei dem Druck oder dass der Versatz da ist, das fand ich überragend. Also, dass der jetzt einfach nicht nur von den Ideen, von den Konzeptzeichnungen oder von den Konzepten stimmt oder auch von Zeichenstil, sondern auch von der Kolorierung und von dem, dass das nicht nur irgendwie, dass die Charaktere an irgendwelche Filme oder Serien, dass die Fahrzeuge an was erinnern, sondern einfach auch die Art der Produktion einfach an so ein 80er Buch oder Magazin oder auch Magazinpapier ist es ja auch im Metaverk. Ja. Also das fand ich sehr, sehr gelungen. Also nicht einfach, ich sag mal, nur die Story, sondern auch wirklich mit Liebe zum Detail. Genau, das Gesamtpaket stimmt, finde ich. Das fand ich sehr geil. Deswegen habe ich ja auch noch so eine kleine gefakte Werbung reingesetzt. Genau, deswegen gibt es so eine Art redaktionellen Teil noch dabei. Das habe ich mir natürlich auch aus den Comics von damals eben abgeguckt. Aber witzigerweise wollte ich damals, als ich auf den Matt Eagle gekommen bin, also so einen 80er-Jahre-Action-Comic zu machen, hatte ich gedacht, ich mache den in Form einer Videokassette. Mhm. Und das Konzept fand ich auch, und finde ich es auch nach wie vor super. Das Problem ist, eine Videokassette, VHS-Videokassette, ist einfach scheiße für einen Comic. Mhm. Die ist einfach zu schmal und zu klein und man kann halt keine vernünftige Bildaufteilung machen. Ja, das ist kein gutes Format. Und deswegen dann eben die Überlegung, das in einem US-Comic-Heft-Format zu machen, lag dann relativ nah. Und dann das auch so zu machen, wie es in den 80er Jahren war. Genau, das fand ich, da möchte ich nochmal die Idee mit dem Papier loben, weil das war echt toll. Das hat so direkt das Gefühl gegeben, jetzt ein altes Comic von damals irgendwie in den Händen zu halten. Genau, also das Papier, die Kolorierung, wir haben halt mit so einer Farbskala gearbeitet, die DC Anfang der 80er Jahre hatte. Am Rand. Genau, sowas halt. Also das hat mir ja auch irren Spaß gemacht, sowas irgendwie auch durchzugestalten. Und so und freue mich auch schon aufs nächste Heft. Ja. Da kriegt wieder der Stefan Sombetzki als allererstes ein Skribbel von mir für einen Titel, der malt dann wieder das Bild. Das ist übrigens auch in dem Fall, ist es analog entstanden. Das heißt, irgendwo auf dieser Welt gibt es ein 1 Meter mal 70 Zentimeter großes Matt Eagle-Bild Teil 1 und ich hoffe es irgendwann an meine Wand hängen zu können. Und also wie gesagt, da kann man den Stefan gar nicht hoch genug loben, was für tolle Arbeit der da geleistet hat. Und ich glaube, beim nächsten Mal wird er noch mehr Airbrush nehmen. Gibt es ein Wraparound-Cover, ein Cover, das auf der Rückseite weitergeht? Nee, die Cover, die es auf der Messe gab, die limitierten Editionen, stimmt, da wollte ich eigentlich noch weiter erzählen. Es ist nämlich so, dass die doch arg limitiert waren. Eine Version war limitiert auf 5 Exemplare. Oh. Das ist natürlich sehr, also limitierter geht es eigentlich nicht. Und die Auflage ist wahrscheinlich ausverkauft. Die ist weg, ja, das ist richtig. Und bei den anderen ähnlich, das sind so 20 oder 30 Stück oder so. Aber es ist wichtig, dass du erwähnst, dass es die offiziell gab, weil du könntest ja später, ich sag mal, legendär werden und dann sind die Dinger wie blöd später. Gesucht. Bitte? So später? Nicht später, ja, stimmt. Ja. In Bälde. In Bälde, ja. Nach diesem Podcast. Ja, ist ja quasi schon, also. Es eigentlich. Ist ja schon später. Ja. Genau, also das wird dann irgendwann, also da kann man dann irgendwie seinen alten Original-Action-Comic mit dem ersten und da muss man noch den von Batman drauflegen. Aber nur im sehr guten Zustand, sonst geht's nicht. Nee. Mhm. Nee, aber das ist halt wirklich der, also diese Variant-Cover, die rausgekommen sind, das sind eher so Parodie-Cover. Also die habe ich dann eben als Parodie auf City Cobra gemacht oder auf Phantom Kommando oder eben auch auf Emmanuel. Und da werde ich auch weiter mitmachen. Also, aber das widerspricht ein bisschen dem Konzept des Comics, der ja kein parodistisches Format sein soll, sondern vielleicht im besten Falle eine Hommage. So sehe ich das halt. Also der Witz ergibt sich eigentlich auch nur aus der Kenntnis heraus, dass es in den 80er Jahren Actionfilme gegeben hat. Ansonsten liest man den einfach nur wie ein Actioncomic. Was ja schon eigentlich eine ganze Menge ist.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Kind in die Hände kriegt, die natürlich keine Ahnung von 80er Actionfilmen hat und einfach liest und einfach denkt, oh cool, hat jemand eine Wumme und hat jemand ein Auto und cool. Ja. Aber das kann man ja dann, das kann man ja dann wiederum rückwirkend entdecken, weil das finde ich auch sehr schön, weil dass du diese Doppelseite mit drin hast, wo du erklärst, auf welche Filme du alles referenziert hast. Ja. Gerade für Noobs wie mich, die jetzt in den 80ern die Filme alle noch nicht gucken konnten und seitdem auch nicht alle nachgeholt haben, ist das natürlich sehr hilfreich, weil dann kann man sich da nochmal ein bisschen entlanghangeln. Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Merkzettel für die Videothek, gäbe es sie noch. Ja, das wäre geil, ja. Ich weiß halt nicht, ob Action Jackson heute noch einen Sinn macht, aber die Erinnerung daran, die Nostalgie ist schon Hammer. Ja, ich weiß sogar nicht, ob Action Jackson damals Sinn gemacht hat, aber man war ja kleiner. Ich habe ihn im Kino gesehen, also der hat damals keinen Sinn gemacht. Auch im Kino nicht. Ne? Nee, Carl Weathers hat damals, der die Hauptrolle spielt, hat damals so ein bisschen an Star rumgekratzt. Mhm. Da hat er in Predator noch mitgespielt, dann Action Jackson und dann gab es einen Hurricane sowieso und noch mal Action Jackson 2, der aber nicht eigentlich die Fortsetzung war von Action Jackson. Und dann ist er wieder irgendwie. Ja, da gab es noch einen zweiten Teil. Dann ist er irgendwie wieder verschwunden und der hat es irgendwie nicht so ganz geschafft. Verwechsel ich da was? Oder war auch der Schauspieler von Action Jackson der Sidekick bei American Fighter? Nee, das war. Der hieß Jackson in der Rolle. Das war aber der. Oh, wie hieß denn der? James. Irgendwas mit James am Ende. Okay. Der ist schon recht früh in den 90er Jahren an Krebs, glaube ich. Genau, nee, Carl Weathers kennt man als Apollo Creed aus den Rocky-Filmen. Genau. Ja. Nochmal ganz kurz zu den verschiedenen Variantausgaben. Wie viel gab es da jetzt eigentlich insgesamt? Also du hast ja gesagt, eine war jetzt schon auf 5 Stück limitiert. Wie sah das bei den anderen ungefähr aus? Die waren so auf 20 und auch auf 30. Wenn ich ehrlich bin, also Varianten, also man muss dazu sagen, das ist ja jetzt kein Projekt, das ich selbst sozusagen verlegt habe, sondern das hat der Plemplem Verlag gemacht, Plemplem Productions. Und die Variant-Cover waren also auch Verlagssache. Da habe ich mich eigentlich nicht großartig drum gekümmert. Deswegen weiß ich jetzt auch gerade aus dem Kopf nicht, ob es 3 Varianten waren oder doch 4. Mhm. Ich glaube, es waren 3. Mhm. Und das. Hast du selbst jeweils ein Exemplar? Ja, aber das sind keine limitierten, sondern das sind sozusagen überschüssige, aus der Limitierung rausgenommene Exemplare. Mhm. Aber das reicht mir auch. Ja. Ich habe das Ding ja gezeichnet, das reicht mir. Das ist eh ab irgendeinem Punkt, wo man alles selbst zeichnen kann. Dann wechselt es von, ich will diese geile Zeichnung haben, zu, ich zeichne mir selbst oder dir jede geile Zeichnung. Jetzt mache ich es mir halt selber. Eben. Das war aber immer schon mein Motto. Das ist das Motto der 80er und gilt bis heute. Ich glaube, davor gab es eine Menschheitsgeschichte noch nicht. Das ist ein Ding der 80er. Ja, ja. Das Ding der 80er wird heute selbst gemacht. Ein ganz dickes Ding der 80er. Oh je. Ja. Willkommen beim Altherrenclub. So ungefähr klingt das jetzt hier. Wenn ich will, dass ich einen hochkriege, muss ich Handstand machen. Warst du eigentlich auch beim Comic-Festival in München? Nein, warst du nicht. Sonst einer hier am wir zwei? Ich war auch nicht da und er war auch nicht da. Wir waren alle zusammen. Du warst gemeinsam abwesend. Ja, genau. Gemeinsam abwesend, gut. Genau. Aber wir dann haben ja eine Chance. Auch nicht reden. Doch, wir haben ja eine Chance, uns was nachzuholen, einen Eindruck zu vermitteln. Haben wir nicht ein Special heute, ja, wo wir das aufnehmen? Ja, wir haben Special, genau, haben wir heute veröffentlicht, das ist ein guter Hinweis. Heute was ist denn heute für ein Datum, 13.7.? Heute ist der 13., genau. An diesem Tag haben wir 2 Specials veröffentlicht. Eins vom lieben Andi, der hat sich übrigens auch gerade in unseren offenen Chat eingeklinkt. Hey, wir haben nämlich einen offenen Chat. Schickt uns aber keine Frage, sondern nur eine zum Altherrenclub passende Nonne mit nettem Dekolleté. Ach so, ein Bild schickt, ja? Ja, ein Sticker halt, ne? Ach so, ja. Dank Andi. Eine nuttige Nonne. NN. Eine Notte. Es hat Bewegung in die Runde gebracht, sagen wir mal so. Und, gut. Ach, deswegen sind gerade die Altherren alle so aufgewacht. Deswegen ist auch, deswegen ist auch der Tisch gerade ein Stück höher. Jedenfalls, Quatsch, hol mich da raus. Der Tisch würde dabei da kommst du nicht mehr raus. Da komme ich nicht mehr raus. Du musst dich auf den Boden legen, dann kommst du wieder raus. Was du machst bei sonst irgendeiner dieser Comic-Cons? Ach, selbst gucken. Comic-Cons? Ja, ihr könnt selbst gucken. Ich habe aber mein Smartphone da drüben liegen. Das heißt, ja, du müsstest jetzt wieder aufstehen. Das ist natürlich. Ja, das geht aber als Altherre mit Nonne betrachten nicht. Nee. Du hast du doch gar nicht gesehen. Nee, ich noch nicht, weil mein Handy da hinten liegt. Ich hol's mal. Ich bin gleich wieder da. Liebe Hörer. Moment, ja, gut.
So, ich erwarte, wie ob deine du bei Frage, einer ja. so von diesen Conventions jetzt warst. Ich muss auch wirklich sagen, ich kann erfolgreich sagen, nee, ich war noch bei keiner einzigen. Also ich war wirklich noch nirgendwo. Ja. Und da würde ich auch gleich das Wort vielleicht auch Sascha übergeben. Dass mein Mikro ich, wieder öffnen, sage ich gerade mal das Stichwort Jungfrau. Dass ich dazu? Das Vergnügen haben werde, demnächst aber bei einer da zu sein. Ah, ja. Ja. So, wollen wir da jetzt... Ist das ein guter Übergang? Kann man das nehmen? Weil es ein guter Übergang ist. Aber nur, weil es ein guter Übergang ist. Danke. Worauf hast du denn hingearbeitet? Das fragt man sich schon. Fragt man sich jetzt schon, ja. Ich wollte eigentlich so völlig anderes. Über spätere Cons, über das Wetter, aber nee, egal. Nee, wir können... Nein. Nachbarschaft. War viel besser. Also, Nachbarschaft. Gemeinsames... Was habt ihr vor zusammen? Also am besten ist ich habe gehört, ihr wollt den Loriot-Sketch nach oder den Loriot-Cartoon nachspielen mit der Wanne. Mit der Wanne. Hallo, Dr. Lüdenscheid. Dr. Klobner oder wie? Nee, ich weiß auch nicht, wie die Namen. Die Ende, da kann die ich Ende jetzt leider nicht mit. Draußen. Ja. Ja, das ist ein bisschen länger her, aber es war ein guter Sketch. Nee, zum Thema Cons. Oder eben Comic-Festivals oder wie man es da immer so nannte. Also für mich spielte der Comic-Salon Erlangen schon immer eine große Rolle, schon seit den 80er, 90er Jahren. Wo ich dann eben wirklich als junger Bub da gewesen bin. Mhm. Und ich bin auf der einen Seite natürlich Zeichner mittlerweile, aber immer noch großer Fanboy und finde es halt ganz toll, dass da auch Leute sind, die man normalerweise nicht so zu Gesicht bekommt, dass man sich 4 Tage am Stück über so einen Quatsch unterhalten kann wie Comics, ohne dass man irgendwie seine Mitwelt irgendwie komplett langweilt. Und deswegen ist so eine Con auch irgendwie immer so ein Ausflug in so eine Parallelwelt, in so ein Paralleluniversum. Ja. Deswegen passt das ja mit der Stadt am Rande des Universums ganz gut, denn es ist am Rande eines Paralleluniversums. Ja. Und das ist halt so, ich bin halt schon auf ein paar Cons gewesen und auch eben sowohl mit meinem eigenen kleinen Stand als auch bei Verlagen eingeladen worden. Ich hatte jetzt vorgehabt, im September, nämlich am 28. und 29. September zur German Comic Con nach Berlin zu fahren. Da bin ich vor 2 Jahren gewesen, es hat mir großen Spaß gemacht und Berlin ist halt einfach immer eine geile Stadt. Also da gibt es für mich immer wieder die dubiosesten Ausreden, um da hinfahren zu dürfen. Mhm. Und in diesem Fall ist es das. Und da saß ich doch neulich hier mit Marek in Mainz auf dem Marktplatz und wir tranken ein Wasser ja. ohne Sprudel. Aber was macht ihr in Mainz auf dem Marktplatz? Wir haben uns getroffen und haben uns unterhalten. Und zwar hat Marek mir über Medianik was erzählt und ich habe ihm dann auch mit Igel gezeigt und ich habe ihn dann, er zeigte mir seins, ich zeigte ihn. Genau so. Genau. So und so war das. Ich habe ihm meinen Mit-Igel gezeigt. Genau so war das. Und dann meinte ich so zu Marek, und er hatte das an dieser Stelle ja auch schon mal gesagt, er macht eigentlich jeden Fehler, den man in der Comic-Erstellung machen kann, nämlich sich viel zu viel vorzunehmen und deswegen noch nichts zu haben. Und meinte ich dann so zu ihm, ja, der Trick ist ja einfach ins Universum zu greifen und eine Kurzgeschichte zu machen. Mhm. Und dann kam so die Überlegung, ja, komm doch mit nach Berlin, dann teilen wir uns einfach so einen Tisch. Ja, aber ich habe ja nichts. Ja, aber was ist, wenn wir eine Kurzgeschichte machen, jeder macht 12 Seiten und wir füllen damit ein gemeinsames Heft. Ich mache ja auch Science Fiction, Marek macht Science Fiction, wir leben in so einem Blade Runner-Universum. Ich auch. Das würde wunderbar passen. Ja, und dann kamen wir dann beim letzten Comic-Stand, stand ja auch auf den Namen. Palindrom wird das Ganze heißen. Mhm. Und jetzt weiß ich, oder zumindest das ist der Arbeitstitel. Der Arbeitstitel. Es wird beinhalten eine Kurzgeschichte von Marek aus dem Medianik-Kosmos, eine Kurzgeschichte von mir aus dem Enklave-Kosmos. Wir haben einen Wendecover, was heißt, man fängt außen an, liest sich bis in die Mitte durch und dann muss man das Buch wenden oder das Heft wenden und dann fängt man wieder außen an, liest bis in die Mitte. Und dann kann man es wieder wenden und dann liest man wieder von dann. Theoretisch geht nämlich diese Geschichte drehen und wenden, wie man will. Wenn das so funktioniert, dann und kann man es lange machen. Gut. Eigentlich für immer. Wir haben dann das Perpetuum mobile. Ja, eigentlich. Ja, genau. Das klingt sehr interessant. Ja, wie kam das erste Mal praktisch bei Heldruin zusammen bei so einem Projekt, jeder hat da eine Seite gezeichnet. Mhm. Und ich glaube, da zwei.
Overachiever haben zwei. Man hat mir den Streber vorgeworfen. Stimmt. Kriegst du hier in der Runde zum Ja, ich, nee, das war's, das stimmt schon. Das ist einfach antiproportional. Aber es hat ja Spaß gemacht, bitte? Das ist antiproportional. Der Sascha, der ganz viel Stoff hat, hat nur eine Seite gemacht. Du, der keinen Stoff hat, hat einfach Doppeltes rausgehauen. Deswegen hatte ich ja noch keinen fertigen Hauptcomic, weil ich ja überall weil du nach den zwei Seiten so erschöpft warst, dass du Gott sei Dank erstmal die ruhen lassen. Jetzt werden erstmal 12 gezeichnet. Also im Endeffekt, klar, wir sind jetzt mittendrin und Du bist mittendrin, ich muss erst noch anfangen. Das beruhigt mich, weil ich brauche ja 20 Jahre, um irgendwie drei Seiten zu zeichnen. Dann habe ich noch Jahr Zeit. In welchem Jahr habt ihr in Berlin einen Stand? Ja, das hätte man noch dazu sagen müssen. Das habe ich bewusst offen gehalten. Wahnsinnig, also ich habe ja schon bei Medianik bei Facebook die 2019 eingetragen als Deadline. Ich wusste halt nur nicht, dass es fürs Spin-off ist. Ich dachte, es wäre fürs Original, aber im Endeffekt kann ich die Deadline halten. Ach so machst du das. Ja, also, ach ja. Ja, so muss man das machen, das ist gut. Ja, aber dann, gut, akzeptiere ich. Ja, aber natürlich sind wir 2019 auf der Con. Wir werden das Heft dabei haben. Wir werden im Vorfeld auch noch eine kleine Kickstarter-Kampagne machen. Das wird wahrscheinlich über den Sebastian Schwarzbold vom The Next Art Verlag laufen, der uns da auch ein bisschen unterstützen wird und ein bisschen organisatorisch eingreift. Und dann werden wir am 28. 29. September 2019 nebeneinander auf der Con in Berlin ein Heft zum Signieren haben. Aber ihr bleibt nebeneinander sitzen, oder? Aufeinander ist... Nee, also schon so wie es momentan aussieht, ist es nebeneinander. Es könnte auch aufeinander werden, weil aktuell haben wir nur einen Stuhl. Aber ich habe mich mit dem Veranstalter schon in Verbindung gesetzt. Sechs Stuhlgang und so. Ja. Dass wir nicht die Reise nach Jerusalem spielen. Ja, das könnt ihr auch. Könnt ihr alle auch. 30 Minuten wird gewechselt. Genau, so, sozusagen ein Wechsel. Genau, dann sitzt der andere mal oben. Oh ja. Jetzt also, bist das du der Stuhl. Wenn ihr das jetzt nicht getriggert habt, dass da ganz viele Leute hinkommen, nur damit ihr euch übereinander sitzen sehen. Dann weiß ich auch nicht, was man denen noch bieten muss. Was ein Glück gab es zu Heldrowin nicht so ein Projekt, dass alle auf einem Stuhl sitzen. Aber hallo. So ein Totem, weißt du, so Totempfahl. Das wäre dann mehr gewesen. Aber der es waren Stuhl ja, von Babel. Nein. Vom Heldrowin waren ja einige dabei, in München wohl auch. Also da ist, glaube ich, auf jeden Fall noch ein Vortrag gehalten worden zu diesem Thema. Das habe ich aber auch nur lose auf Facebook mitverfolgt, dass da der arme Armin eigentlich einen Vortrag halten wollte und dann, glaube ich, erkrankt ist. Ach, blöd. Und dann ist irgendein anderer von uns dann eingesprungen und hat dann da was zu diesem Projekt erzählt. Weil das ein ganz interessantes Projekt ist an alle Leute, die jetzt gerade zuhören und auch selber zeichnen oder zeichnen wollen. Es ist immer doof, wenn man sich so überlegt, ja, ich muss ja der super Perfektionist sein, wenn ich zeichne, oder ich brauche ein eigenes Projekt und ich zeichne gerade an Seite 3 von 160 Seiten. Ich wusste, dass das und komme irgendwie da nicht dazu. Es ist also so ein Projekt. Ich brauche ja Beispiele aus. Ja, nee. Aus dem wahren Leben. Genau. Also ein Beispiel ist ja auch. Sonst müsste ich es erfinden. Der Moses Pelmer, der hat gesagt, wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. So sieht es aus. Auf jeden Fall. So ein Projekt, also wenn ihr da Bock drauf habt, Heldrowin findet ihr auf Facebook. Wir suchen auf jeden Fall Zeichner. Es funktioniert so, der Timo schreibt eine Geschichte, die so ein bisschen im Funny-Horror-Genre rund um Halloween spielt. Und wir suchen 24 Zeichner und jeder Zeichner macht eine Seite. Und manche, wie der Marek, die haben dann eben zwei Seiten beigesteuert. Oder der Andi hat ja auch zwei Seiten gemacht. Und so, also das ist, und das Cover sogar noch. Also es ist halt irgendwie auch so ein richtig schöner Selbstläufer. Man bekommt gutes Feedback und hat auf jeden Fall schon mal eine Seite publiziert irgendwo. Und das macht eben auch Laune. Also einfach mal machen. Und jetzt gucke ich gerade den Steffen an. Naja, ich weiß. Wann geht es denn wieder los? Das ist eine Frage an Timo. Ich tippe mal aus der Erfahrung, dass er sich wahrscheinlich im August irgendwie wieder an die Leute wendet und sagt dann, er hätte da was oder so. Und dann wird es danach wieder sehr, sehr hektisch. Also erscheinen soll das Ding immer am 30.10. zu Halloween und ist dann eben online zu finden und da ist sowieso eine große Linksammlung. Also man klickt sich dann da durch und liest die Geschichte. Und ich finde, es ist erstaunlich homogen. Die Geschichte liest sich sehr gut, obwohl ganz viele Stile irgendwie miteinander verbunden sind. Aber wir haben ja auch dieses Mal mit dem Heft beim mycomics.de Wettbewerb
teilgenommen und haben den auch gewonnen, weswegen wir den auch ohne eigenes Zutun drucken lassen konnten. Von dem Gewinngeld. Mhm. Von dem Gewinngeld. Genau. Und deswegen gibt es das jetzt frisch gedruckt und das ist dann zu München, zu dem Salon da präsentiert worden, oder? War das? Ja, genau, das war genau. Dann, ja, genau. Also so bleibt Heldrowin eigentlich das ganze Jahr lebendig, jetzt mitten im Sommer, ja. Obwohl es noch hin ist bis zum nächsten, Action, gibt es was Neues, nämlich in gedruckter Form das Ding. Mhm. Ja, es gibt ja auch nicht nur Zeichner, sondern auch Leser, die dies lesen wollen. Auf mycomics.de kann man es immer noch nachlesen. Man kann auch gerne noch diese Schnitzeljagd von Website Künstler A zu Website Künstler B Seite für Seite sich durchklicken. Mhm. Ja, der Steffen, unser fleißiger Podcast-Jongleur, wird bestimmt das nochmal verlinken. Ja, in irgendeiner Form. Ja, wahrscheinlich bei mycomics oder so. Ja. Genau. Ja. Ja, kollidiert das Ganze dann nicht mit eurem gemeinsamen Projekt oder? Alles kollidiert mit unserem gemeinsamen Projekt. Aber damit findet ihr euch dann schon ab. Man muss ja mal machen. Ne? Das ist halt deswegen, also Marek hat das schon vorgelegt jetzt bei Palindrom. Wisst ihr eigentlich, was ein Palindrom ist? Nee. Frage ich jetzt nicht die Leute, die hier sitzen, sondern die, die da draußen zuhören. Steffen, die jetzt nicht antworten müssen. Wir streichen das aus dem Produkt. Ja, genau. Ich spiele ja ganz gerne den Dummen, damit die, den Unwissenden, damit man den Leuten das auch mal erklären kann. Also wenn du den Tor spielst, bin ich wahrscheinlich der immer den Dummen spielt. Das kann sein. Das könnte ja offline mal austragen. Palindrom. Genau. Nee, das war so, wir hatten überlegt, wie sollen wir das Arbeitsprojekt denn nennen oder wie nennen wir diese Zusammenarbeit? Und dann meine ich so auf dem letzten Stammtisch zu Marek, sag mal, wie heißt denn hier, also da gibt es doch dieses Wort, das das beschreibt, wenn man ein Wort von hinten nach vorne lesen kann und es ergibt immer noch einen Sinn, wie Rentner oder Regal. Okay. Und dann meinte Marek so, ja, es ist das Palindrom, da musste ich dann doch schon grinsen, weil ich als Leistungskurs Deutsch, Lehrerssohn, Akademiker, hier von einem Polen sowas mal beigebracht bekommen musste. Ach, er hat dir das Wort geklaut, er hat mir das genannt. Aus dem Mund genommen. Er hat es mir aus dem Mund geklaut, hat er weggenommen. Nicht wieder Vorurteile gegen Polen. Genau, nein. Er hat es genannt, er hat es gewusst. Und dann hatten wir mal ganz kurz überlegt, ja, jetzt müssten wir uns ein Palindrom einfallen lassen, das irgendwie unser Projekt irgendwie benennt. Und dann sind wir schnell drauf gekommen, dass wir es einfach lassen und es einfach Palindrom nennen. Und wie heißt Palindrom rückwärts gesprochen? Das finde ich ja so ein bisschen das Doofe, dass das Palindrom an sich ja kein Palindrom ist. Das ist echt schade. Also selbst die Illuminati haben sich mehr Mühe gegeben mit ihrem komischen geschnörkelten Schrift, dass man es, wenn man es umkippt, immer aber noch hallo, lesen kann. Ja, aber ein Keks ist ja auch nun, also wenn es geschrieben wird, kann man es ja auch nicht essen. Also, ne? Ja, das ist wahr. So sieht's aus. Das ist wahr, liebe Zuhörer. Ja, große Wahrheiten werden hier ausgesprochen. Ja, also Palindrom finde ich eigentlich ganz pfiffig als Titel. Ja. Also bis jetzt ist es ein Arbeitstitel, den wir vielleicht noch bis zum Schluss lassen. Wir werden es mal kombinieren. Ich wollte dich dann noch fragen, ob du Bock drauf hast, das Logo, das Palindrom-Logo zu entwickeln. Vielleicht kann man auch aus dem Logo optisch ein Palindrom machen. Also so wie wenn du Sarah das nicht gerade nach den Sternen greifen. Nein, mal gucken. Ich baue dir das. Also du stylst es, aber ich baue es dir, wie du es anordnen musst. Machen wir gerne. Ja. Schönes. Kann ich machen. Ja, ist doch super. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich auch. Ich zeichne auch. Also Lächerle, bitte. Ich zeichne auch eure Seiten. Ihr geht dann zum Signieren hin und bist gar nicht. Also ich bin der, wie heißt das? Ghostwriter bin ich dann. Ghostwriter? Was? Ghostdrawer. Aber wusstet ihr, dass es ein Palindrom-Comic gibt? Der heißt Wee Willy Winkies World. Ach so, ja, genau. Und ist, den kann man sozusagen normal lesen und man kann ihn auf dem Kopf lesen. Ja. Also man kann es drehen und dann ergibt er auch Sinn. Es ist, glaube ich, aus den 30er Jahren, 20er Jahren, irgendwie noch früher, 10er. Also, ich glaube aus den 10er, aber die Zeit damals ging ja auch relativ langsam rum, aber im Nachhinein kommt es einem vor, als könnte man von 0 bis 30 alles unter einen Hut. Da war nicht Nemos Wunderland auch sowas in ist der auch Art? Nicht aus, es ist was anderes, sehr Tolles, aber es ist nicht, aber funktioniert nicht so. Aber was es auch noch gibt, ist Upside Down. Und das ist auch aus der Zeit. Ja. Das ist aus einer Zeit, als manche Zeitungs-Comic-Zeichner sich viel mehr Mühe gegeben haben, als die Bezahlung war. Und trotzdem haben die Werke geschaffen, die sind bis heute, wenn du die anguckst und nicht wusstest, was dich jetzt erwartet, wo du denkst, was? Mhm. Das machen nicht mal Leute mit Computerunterstützung heutzutage. Also früher Kreuzworträtsel, Erschaffer, die haben ja früher gewerkelt, gebastelt. Mit Computerunterstützung machst du Klick und es ist das nächste Kreuzworträtsel fertig. Nicht mal mit Computerunterstützung bauen Leute heutzutage solche Comics, wie es in den 1910er, 20er, 30ern gab es. Hammer. Mhm.
Also bei uns wird die Geschichte ja wirklich so sein, so wie es momentan aussieht, dass man praktisch die eine Seite oder die eine Story lesen kann, flippen bzw. umdrehen und eigentlich auch völlig egal, mit welcher du anfängst. Ja, genau. Das ist so und augenblicklich die, so man das Ding. Man trifft sich dann in der Mitte, geht genau. zurück, trifft sich wieder in der Mitte. Also im Prinzip ist genau. es wie so ein Möbiusband. Genau. Ja. Und wenn du jetzt verknüpfst, Stichwort Möbiusband, Stichwort Palindrom-Comic, Stichwort, wir haben andere genannt, die dazu passen. Zu allem passend ist natürlich auch noch der Künstler Marc-Antoine Mathieu mit seinen Comics und einer davon heißt Der Anfang vom Ende und wenn du den Comic umdrehst, heißt er Das Ende vom Anfang und den liest du genauso, wie euer Werk dann sein wird. Und wir haben heute als Comic-Cookies ein Podcast-Special veröffentlicht. Die Comic-Cookies, was war das mit dem Co-Manga für eine Nummer? Die 23, die 24? Das war die 22. Die 22? Nee, die 23. Die 23. Und da geht es einfach nur vom Begriff her um Co-Manga. Hört mal rein. Aber es gibt noch etwas anderes, das Co-Manga heißt. Irgendwann gab es auf der Buchmesse mal, als Schwerpunkt Comic war, ein Werk. Da wurde ein asiatischer Comic-Künstler eingeladen und ein auf dem französischen Markt arbeitender Comiczeichner, also er selbst glaube ich kein Franzose, aber es gibt halt den französischen Comicmarkt, der hieß Jan Jetov. Und jetzt habe ich spontan griffbereit leider den Namen von dem asiatischen Zeichner nicht mehr abrufbereit in meinem Gehirn, weil da geht es ziemlich rund. Die zwei waren beide Stargasts auf der Buchmesse. Die zwei haben sich vorher wenig gesehen, wenig gekannt, haben aber zusammen ein Gemeinschaftsprojekt gemacht. Und das war auch sowas, wie ihr jetzt gerade macht. Und ich glaube, es hieß damals auch Co-Manga, hat aber gar nichts mit dem Comic-Cookie-Special 23 zu tun, nur vom gleichen Namen her. Da hat ein Europäer bis zur Mitte gezeichnet, ein Asiat oder eine Asiatin, ich weiß nicht mal, ob es männlich, weiblich oder sonstiges war, die andere Seite und die haben sich getroffen in der Mitte und weil die zusammen auf der Buchmesse waren, war in dem gedruckten Heft die Mitte leer und da wurde ein Aufkleber in genau der Größe auf der Buchmesse live von den zwei Künstlern gezeichnet, um den Mittelteil, wo sich's trifft, live auf der Buchmesse erstmals zu präsentieren und dann wurde es da reingeklebt und das Heft wurde an die Fans, Künstler, Leser, Besucher verschenkt. Tja, wow. Und das Ding war auch cool. Klingt nach großem Aufwand. Sehr, sehr großen Aufwand, was nur die Buchmesse zahlen kann. Also sowas ist sonst nicht finanziell zu stemmen. Mhm. War cool. Wir müssen übrigens aufpassen. Ne? Du hast vorhin schon die Illuminati erwähnt, jetzt sagst du ständig 23, das wird grenzwertig, ne? Ja, aber wir können ja auch 313 noch sagen, 42, 7, 47, 11, 47, 11, 08, 15, genau. 69, die Zeit, wo jeder lacht und keiner weiß warum. Genau. Ah ja, naja, komm. Er hat 69 aber gesagt. Wir haben noch was, wir haben Berlin. Berlin ist so ein B und so ein E. Wenn du das nur schnörkelig rund genug machst, sieht es aus wie eine 9. Und wann findet in Berlin das alles statt? Am 29.09.19. 99999 Berlin. Und wenn man das wieder dreht, haben wir fast schon die Number of the Beast. Genau. Yes, but the Beast don't have a number. I called him and nobody answered. Yes. Yes, he became the boat. Yes. So, da haben jetzt unsere englischsprachigen Zuhörer wieder mal ein bisschen Content. Verloren. Oder auch so. Die englischsprachigen Zuhörer hören das ja immer zum Einschlafen und man schlummert weg, wenn man eh nicht versteht, was gelabert wird. Die werden immer wieder wach. Nein, ich habe es verstanden. Wenn irgendwas aber passiert, was so das Gehirn verarbeiten kann. Wir haben immer einen Titel für die Folge, das ist die Nummern-Episode. Nummern-Episode? Oder so. Ja, mal gucken. Oder so. Oder so. Ja, Nummern-Episode. Oder so. Oder so. Palindrom, wir können sie auch Number of the Number nennen. Ja. Dann, also 69. Oder 69. Umdrehst. No, das sind wir wieder. Deswegen finden die alle 69 so. So witzig. Meinst du? Das ist der Grund. Wahrscheinlich. Jetzt weiß ich es. Aber du hast ja auch die 313 erwähnt. Die ja. kannst ja auch. Ist auch ein Palindrom. Nee, nicht so ganz. Ne? Nee. Es kommt darauf an, wie das. Also eher, wenn du mit großen E's, großen M's und Dreien spielst, kannst du sowas basteln. Ja. Aber. Verrückt. Aber nicht. Oder die 1 nur als Strich. Naja, gut. Egal. Ja, aber die 3 auf dem Kopf ist keine 3, sondern ein E. Ein großes Schreibschrift E. Ich habe es gerade gemerkt in dem Moment, als. Als es gekippt hast. Aber ein Logo kann man draus machen. Also ja. In dem Fall hat das Logo-Charakter. Ja. Das sieht dann zwar ein bisschen komisch aus, eventuell. Kommt auch an, wie du es machst. Ja. Ja. Waren wir eigentlich bei einem Thema, bevor aber wir Berlin war Berlin? Ich habe keine Ahnung, wo schönes wir waren. Stichwort, ich bin weil raus. Berlins. In Berlin bewegt sich der Herr Dörpe ja auch im Moment in der Vergangenheit so ein bisschen. Ja, der Buddha von Berlin, ne? Darauf spielst du an. Genau. Das war auch ebenfalls beim Plem Plem Productions Verlag veröffentlicht wurde in dem Wow Comics vom Thorsten Bruchhaus. Sind so, es ist, ja, der sucht sich im
im Netz und auf der Welt sucht er sich seine kleinen Kurzgeschichten zusammen, die für ihn einen gewissen Anspruch zu erfüllen haben. Mhm. Und er hatte mich gefragt, ob ich denn Lust hätte, was beizusteuern. Weil der Zeichner Andreas Butzbach, der bis dahin der Typ ohne Hosen gezeichnet hat, diese Serie sozusagen beendete. Der Typ kam zur Hose. Genau, ja. Ich weiß, oder das war ein offenes Ende oder eine offene Hose, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wurde ich gebeten, ob ich auch was beisteuern könnte und ich habe über verschiedene Sachen nachgedacht und dann hat mir mein Vater auf einmal Der Buddha von Berlin geschrieben und das fand ich schon was Besonderes, dass mein Vater mir auf einmal eine Comicgeschichte schreibt und die sogar funktioniert und gut ist und ich habe sie dann genommen und die ersten 8 Seiten wurden jetzt gezeichnet und auch da ist es so, deswegen sagte ich ja, Palindrom torpediert so ziemlich jedes andere Projekt von mir, das sind auch noch Seiten, die ich eigentlich im August abliefern muss. Also bevor ich mit dem Palindrom anfange, muss ich erstmal das Chamäleon beenden, muss dann den Buddha beenden, zeichne das Palindrom und dann geht's weiter mit Mad Eagle 2. Moment. Ich hatte dich essensbedingt etwas leise gestellt. Ja, genau. Darf ich nochmal wiederholen? Ich sagte gerade, da bin ich etwas beruhigt. Ja, da habe ich ja noch ein bisschen Vorlauf oder Puffer. Weil egal, wie viel er vorhat und du nicht nachkommst. Wenn ihr Bill und Ted gesehen habt, die Zeit in Pasadena läuft immer weiter. Also auch wenn er nicht so schnell ist wie du und du glaubst, du hast dann mehr Zeit, hast du nicht. September ist für euch beide gleich schnell da. Ach so, danke. Bitte, nur zur Erklärung. Mensch, und schon nehme ich es wieder zurück. Wenn er halb so schnell vorwärts kommt, glaubst du, der hat doppelt so viel Zeit. Seitdem, ihr macht das Ganze in der Stadt am Rande des Universums und dann auch im richtigen Eck. Ja, dann komme ich hier. Hier macht ihr aus einer Zeitspanne ein Palindrom und könnt von hinten nochmal vorne zur Mitte kommen, dann seid ihr wieder in der Hälfte der Zeit. Gut, dann zeichne ich immer wieder hier. Ja, und das Tolle ist, da ist ja die andere Hälfte der Geschichte schon gemacht. Ja. Schön. Super. Das ist cool, oder? Aber bevor wir hier immer uns abschweifen lassen, wie kommt denn dein Vater dazu, eine Comicgeschichte zu schreiben? Also mein Vater ist ja derjenige, der mich überhaupt zum Comiclesen gebracht hat. Dich eigentlich. Ja, der hatte mir damals die Lucky Luke, die Postkutsche geschenkt und das hatte bei mir dann irgendwie tatsächlich auch diesen Comic-Wahn ausgelöst. Er selbst ist Deutschlehrer gewesen und fand das eine Zeit lang auch irgendwie gar nicht so richtig cool, dass sein Sohn auf einmal so diese bunten Bildergeschichten irgendwie gelesen hat. Das sollte auch bitte alles mit Niveau auch verbunden sein. Deswegen wurden mir dann relativ rasch Werke wie Little Nemo eben besprochen, auf den Tisch gelegt, Tim und Struppi und auch noch so ein paar andere Sachen. Ich habe da noch Pravda im Kopf. Das war irgendwie so ein Comic. 60er Jahre Kunst. Psychedelic-Dings irgendwie mit viel nackter Haut. Also was mich als junger Mensch ein wenig irritiert hat. Also ein Softcover-Band oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine ein Hardcover, aber auch französisch bekommen zu haben oder sowas. Auf jeden Fall, es ging halt ein bisschen um diesen Lehreffekt. Und dann habe ich meinem Vater aber, der es ja nie so richtig ernst nehmen konnte damals, habe ich ihm Teufelsmaul von dem Jodorowsky und dem Book in die Hand gedrückt. Und der meinte nur so, boah, das ist ja der Hammer, als er den gelesen hatte. Nee, das war wirklich jetzt nichts für Kinder. Das ist ja wirklich, das hat Niveau, das ist Kunst. Und seitdem hat er sich auch tatsächlich damit angefreundet, dass ich in diesem Bereich tendiere. Und mein Vater ist Berliner, genau wie meine Mutter. Und als Berliner hat er natürlich auch einen schönen Bezug zur Stadt und hat sich natürlich darüber dann auch nochmal gefreut, diese Geschichte des Berliner Kommissar Gennertz, den es wirklich auch gab, aufzuschreiben, beziehungsweise nicht aufzuschreiben, sondern zu erweitern. Hat er den gekannt? Der ist 1939, glaube ich, gestorben. Okay. Mein Vater ist 41 geboren. Also das hätte nicht geklappt. Nee, die Geschichte, die ich zeichne, die er schrieb, spielt 1905 und ist der erste Arbeitstag von dem Kommissar Gennert, der eben zur Arbeit geht. Dann passiert auch schon direkt was und dann ist man eigentlich schon mittendrin. Schon bevor er überhaupt zur Arbeit kommt. Ja genau. Ja. Wie ist der denn auf genau den Charakter gekommen oder auf genau die Person? Das war meine Schuld. Ich habe ein Konzept gemacht 2015. Da ging es um den Karl Grossmann. Ich wollte eine Graphic Novel machen. Der Karl Grossmann ist ein wenig bekannter, aber umso grausamer Serienmörder aus Deutschland. Der hat so von 1919 bis 1924, glaube ich, gewütet in Ost-Berlin. Und zu der Zeit war eben auch der Gennert der Chef der Mordkommission und der Gennert hat halt auch das moderne Ermittlungs
Wesen oder das damalige Ermittlungswesen revolutioniert. Man muss sich das so vorstellen, zur damaligen Zeit bestand die Polizei aus Fußvolk und die Kommissare waren eben die Adligen. Mhm. Und wenn halt die Kommissare zu einem Tatort kommen, hatte das Fußvolk der Polizei quasi schon den Tatort sauber gemacht, damit sich die Adligen nicht die Füße schmutzig machen am Blut der Leiche oder irgendwie sowas. Mhm. Und natürlich waren dann auch sämtliche Spuren beseitigt worden. Und dann sagte dann irgendwann, kam dann der Gennard dazu und hat dann gesagt, nee, wir müssen mal hier eine vernünftige Tatorterfassung machen. Also Beweismittel sichern, Fotos machen, Fingerabdrücke mhm. nehmen, das ganze Besteck. Und damit hat er das Kriminalwesen revolutioniert. Und ah, okay. Der spielte halt da eine gewisse Rolle. Dann gibt es natürlich, ich habe dann mich auch durch diese ganzen, durch die Literatur der 20er Jahre sozusagen gelesen oder die mit in den 20er Jahren spielt, unter anderem halt auch Volker Kutschers Gerion Rath Krimis, die ja jetzt sehr, sehr erfolgreich von der ARD irgendwie und Sky, glaube ich, mhm. Verfilmt wurden als Babylon genau, Berlin. Ja. Dann gibt es ja auch den Comic von dem Arne Jüsch, der ganz hervorragend mhm. ist, genau, der nasse Fisch, der auf dem ersten Roman basiert. Ja. Und also das Thema ist schon irgendwie da und ich mache jetzt halt nicht Weimarer Republik, sondern Kaiserzeit, das ist mhm. nochmal ein bisschen was anderes, weil dummerweise gibt es aus der Zeit nicht ganz so viele Fotos. Man muss halt auch, also ich fake das Berlin der 10er Jahre dann eben auch so ein bisschen, aber ich habe da auch so meinen Spaß dran. Mhm. Macht auch gut Laune. Ich kann ein bisschen mit einem anderen Zeichenstil experimentieren ja. und auch eine Kolorierung mal verwenden, die ich in der Form auch noch nicht so gemacht habe. Hab da, war auch ganz interessant, habe dann aus Kunstwerken aus dem Jugendstil habe ich Farbwerte rausgemessen und mir daraus eine Farbtabelle zusammengebastelt. Cool. Ja. Du kannst deinem Vater mal den Comic vom Jason Lütz Berlin, so ein dickes Ding, wenn er Bock drauf hat, hinlegen. Den hat er mir schon hingelegt. Ach so rum? Hat also, er gelesen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also auch nicht den dicken, der ist ja jetzt erst in diesem Jahr dieses rausgekommen, Jahr, ja. Sondern die ersten beiden Bände. Ja. Die hatte er bei sich stehen, die habe ich irgendwann einfach aus seinem Regal gemobst und mitgenommen. Keine Ahnung, ob er die gelesen hat, aber er hat eine recht umfassende Sammlung zum Thema Berlin-Comics. Auch Berlin Noir, glaube ich, von mhm. Kleist ja. ist auch noch dabei. Und, mhm. Das nehme ich als nächstes mit. Gibt ja doch einiges mittlerweile, ja. Ja, und jetzt kommt das noch dazu. Das hast du ja auch vor, dass du das dann nochmal irgendwie anders veröffentlichst nachher, oder wie? Ja, der Weg ist halt, also Heftchen lesen ja nicht alle, Fortsetzungsgeschichten auch nicht, wobei die Geschichte auch wirklich als Fortsetzungsgeschichte konzipiert wurde und auch immer mit Cliffhangern arbeiten wird, aber trotzdem möchten wir sie nachher noch in gebundener Form auf den Markt bringen mhm. und wir haben mit dem Verlag Kult Comics wohl einen recht guten Partner an Bord, der voll Bock drauf hat, dieses Projekt mit uns zu machen und da ist so der Plan Leipziger Buchmesse 2021 beziehungsweise Ende 2020 das rauszubringen. Okay. Ja, bis dahin läuft er ja auch noch als Fortsetzungsgeschichte. Genau. Ja. Genau. Wie viele Seiten hat das Ding zum Schluss? Wahrscheinlich 48. Es sei denn, ich mache ihn ein Kapitel länger. Also das habe ich auch mit dem Thorsten vom War Comics so besprochen, dass ich eigentlich 6x8 Seiten machen möchte. Also nach 6 Kapiteln sollte Schluss sein. Es kann aber sein, dass wenn ich merke, ne, manchmal braucht man noch ein retardierendes Moment am Ende oder sowas, dass ich dann den nochmal um ein Kapitel erweitere. Mhm. Und dann meinte er, also wenn es länger wird, hat er kein Problem damit. Das ist doch gut. Ja. Ja. Du hast ja auch noch ein anderes Projekt erwähnt von dir, wo du gerade noch dran bist, das Chamäleon. Das Chamäleon, ja, das mache ich zusammen mit dem Björn Hammel. Wir kennen uns, den kenne ich auch schon seit Urzeiten von Toolpool, toolpool.com, so eine Cartoonisten-Website war das mal oder ist das noch. So ein bisschen auch im Zuge von Facebook und auch von Toons Up ein bisschen abgelöst worden. Wir sind beide 2015 das erste Mal gemeinsam auf dem Comicgarten in Leipzig gewesen. 2016 wurden wir wieder eingeladen mit der Bitte, eventuell zu einer Anthologie eine Geschichte beizusteuern. Und dann hat der Björn das Chamäleon erfunden, einen Kölner Superhelden. Mhm. Und das ist nicht der erste Kölner Superheld, da gab es schon den Morgenstern von dem Ralf Paul. Mhm. Aber ich glaube, er ist schon in seiner Form jetzt sehr, sehr einzigartig, weil er doch so ein bisschen anders ist, als man es erwartet. Mhm.
Und ja, das wird ein 60-seitiger Comic, der dann auch so im gebundenen US-Format erscheinen wird, ebenfalls beim Kult Comics Verlag, und wo es ja schon vorab zum Gratis Comic Tag 2019 eine Leseprobe gab von den ersten 20 Seiten. Mhm. Ja, und da sind jetzt 40 Seiten fertig und ich zeichne gerade an Seite 41 und 60 werden es insgesamt. Und das wäre unmöglich. Ja. Aber das Schöne ist, der wird koloriert von einer Manga-Comic-Zeichnerin, ja, der Alena Braune. Mhm. Und die wiederum hat eine 8-seitige Prequel-Geschichte ebenfalls von Björn getextet beigesteuert. Und da mache ich die Kolorierung für. Ah, ja, das ist schön. Ja. Ja. Also da palindromisieren wir ebenfalls. Genau. Ja. Comic-Kollaboration. Ja. Marek, was gibt's von dir denn noch Gutes? Was gibt's von mir noch Gutes? Also im Endeffekt, momentan versuche ich wirklich, versuche das Palindrom durchzuziehen, auf jeden Fall, ja, weil, wie Sascha schon gesagt hat, also es war wirklich, ich hab gegen alle Regeln verstoßen. Ein Projekt, an dem ich seit, keine Ahnung, über 10, 15 Jahren arbeite, mich in Details verliere. Mhm. Alles hier mit Leisure Legend habe ich vorhin auch gesprochen, dass man irgendwo natürlich so sich in Details verlieren kann. Mhm. Und das bringt mir jetzt die Möglichkeit, etwas zu realisieren aus dem Universum, weil bei Heldrowin war natürlich, 2 Seiten sind fertig, aber im Endeffekt habe ich sie, ich sag mal, nur illustriert. Also die Geschichte ist ein tolles Gemeinschaftsprojekt. Ich will unbedingt beim nächsten mit dabei sein, aber das war auch ganz gut, um so ein bisschen, ja, entspannt mal was zu finalisieren. Mhm. Und wenn man so ein gedrucktes Buch dann in der Hand hält, wo die eigenen Seiten drin sind, denkt man sich, ach, doch schon irgendwie geil. Und aber zum Medianik braucht es noch ein bisschen. Deswegen habe ich das jetzt definitiv geparkt, damit ich damit ich das Palindrom machen kann. Ja. Und aber im Endeffekt ist es weiter an Medianik zu arbeiten. Ich habe jetzt die Woche ein neues Raumschiff gezeichnet. Das schenke ich den Beteiligten heute mal, die Skizzen. Mhm. Und das ist dann auch ganz gut für Medianik und dann auch für das Palindrom. Also Geschenke. Das ist, für mich ist es schön, was zu realisieren, und vielleicht ist es für den Leser auch schon mal was zu sehen. Also es gibt da doch schon die eine oder andere Person, die neugierig ist auf das fertige Produkt, und dann kann man jetzt schon praktisch so eine Art, so ein kleines Spin-off sehen. Und das Schöne ist ja auch, im Prinzip machst du es ja auch nicht umsonst, sondern das, was du jetzt machst, das entwickelst du ja nun auch für Medianik, für den Hauptcomic, und kannst es dafür auch verwenden und bringst auch deine Skills in dem Bereich weiter nach vorne. Ich finde, da machst du auch alles richtig. Ja, ich nehme zwei Protagonisten oder so, das eine Schiff, und zu viel will ich nicht erzählen, die werden auch bei Medianik vorkommen. Und andererseits ist es natürlich auch schön, mit Sascha an dem Projekt zusammenzuarbeiten, weil er ja schon natürlich viel mehr Erfahrung im Comic zeichnen, aber vor allem Comic realisieren hat als ich. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz cooles Projekt, wo ich als sag mal Noob irgendwie was dazulernen kann. Deswegen ist es schon cool. Und ich glaube, es wird lustig in Berlin. Also das ist auch so ein Ding, allein beim Brainstormen, wo wir halt auf diese Idee kamen, war eigentlich ein sehr, sehr unterhaltsamer Abend. Der hat mich dann auch nochmal 3 Tage begleitet. Und das war im letzten schon, Wasser war Kohlensäure. Ich glaube nämlich auch. Und das war eigentlich ziemlich gut. Und ich finde, so ein Projekt wie Heldrowin ist schwierig, weil so 24 Künstler irgendwie, ja, in Schach zu halten und so weiter, finde ich, ist schon ein krasses Projekt. Der Timo ist da wirklich wie so ein Zirkusdompteur, der nicht nur die Geschichte liefert, der macht auch viele Vorzeichnungen, Charakterentwicklung, schreibt eben das Drehbuch, organisiert nachher auch alle Zeichner, und das ist ja auch nicht so einfach. Beim letzten Mal waren auch Minimum 2 Zeichner dabei, die nicht über Facebook zu erreichen waren. Auch das ist ja nun eine besondere Herausforderung. Es hat aber funktioniert. Also das war dann so wie früher, als man sich SMS geschickt hat. Also das Post. Geht halt alles auch irgendwie. Und das ist wirklich erst da der Dompteur, der, ja, das muss man, das ist, glaube ich, auch, oder er organisiert ja dann auch den Druck und
macht die Abstimmungen und weiß ich nicht. Also der leitet da den ganzen Und ist auch nur so grundentspannt, finde ich. Also das war ja, hab ja auch mit dem Knall wegen dem Finalisieren, oh ja, das passt schon, das ist super. Also wo man irgendwie das so von einem anderen Leben kennt, ne, wo alles auf die Waagschale geworfen wird, war das ein, man soll es nicht möglich, ein sehr entspanntes Projekt. War schon sehr cool. Man darf, glaube ich, und das sollte auch für uns alle gelten, man darf nicht zu viel auf die Goldwaage legen. Also ich glaube, es ist immer ganz gut, einen hohen Anspruch an sich selber zu haben, aber wenn man den nicht erfüllt oder nicht beim ersten Mal erfüllt, sollte man vielleicht zusehen, dass man ihn beim zweiten Mal erfüllt. Also es ist halt so, viele Menschen arbeiten so lange an einem Projekt und verbessern es immer wieder und immer und wieder und immer wieder, dass dieses Projekt so gut wie nicht fertig wird. Da ist es besser, irgendwann einfach mal einen Haken dran zu machen, es zu realisieren und dann das, was man halt daran besser machen würde, im zweiten Projekt besser zu machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Tipp für euch alle da draußen. Mhm. Falls man vorwärts kommen möchte. Genau, eben. Deswegen bin ich jetzt auch das zweite Mal verheiratet. Machst du Sachen jetzt besser? Oder anders. Genießt du das jetzt die Sachen nochmal falsch machen? Mit dem Wissen, was kommen wird. Ist leider auch, oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht, ist eine andere Frau, die ich jetzt das zweite Mal geheiratet habe. Ach so, sind verschiedene Leute. Deswegen kann man es nicht so eins zu eins abbilden. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja, also ich finde, es ist ein guter Tipp, wenn man zweimal heiratet, auch mal die Frau zu wechseln. Sonst kommt halt dieses Déjà-vu und wir wissen alle von Matrix, dass es eigentlich ein Fehler in der Matrix ist. Genau. Eben, ja. Fehler in der Matrix, ja. Also ich würde sagen, beim Palindrom auf Fehlervermeidung auf beiden Seiten achten, damit in der Mitte alles passt und stimmt. Und ansonsten, wenn am Außenrand auf beiden Seiten Fehler passieren, können die ja noch bis zur Mitte ausgemerzt werden. Also die Mitte ist dann so das Göttliche wahrscheinlich. Die göttliche Mitte. Die göttliche Mitte. Das Zentrum des Universums. Und da bin ich schon am meisten gespannt. Wisst ihr gegenseitig aber schon, was der andere gerade zeichnet? Was die Story bis zur Mitte von der anderen Seite ist? Oder ist das für euch gegenseitig ein Geheimnis mit Absicht? Nein. Das bitte, Marek. Also es ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr spannende Sache, weil auch beim Brainstorming haben wir überlegt, okay, machen wir jetzt eine durchgehende Geschichte und jeder pickt sich dann die Hälfte raus oder zwar wie. Dann sind wir eigentlich am Schluss darauf gekommen, dass wir praktisch einen roten Faden haben. Also wir haben so einen das Haupthandel. Lesezeichen. Das kann als Lesezeichen kann benutzt auch als werden. Lesezeichen in der Printausgabe. Verwendet werden. Oder ein Geduldsfaden, der reißfest ist. Ja. Und eigentlich ist es so, dass wir jeder sein Universum, ich meine, es sind ja verschiedene Universen, das sind verschiedene Zeichenstile und es ist eigentlich nur ein roter Faden. Mhm. Und das Gute ist im Endeffekt, jeder, ich sag mal, schreibt so seine Geschichte, wir tauschen uns aus, sind mittendrin und die Geschichte verändert sich immer noch. Also das, okay. Wir haben es jetzt geschrieben, dann tauschen wir uns aus, irgendwie per SMS oder wie auch immer. Ich habe, oh, das finde ich gut, oh, wie wär's, und so kommen wir zusammen. Also wir machen keine Geheimnisse, weil ich glaube, das könnte sich ja dann auch im Hinblick auf die Zeit, könnte sich so, ja. Das so busy rächen. Ja, aber ja. Wir haben aber ein gemeinsames Thema, auch wenn die Geschichten nicht wirklich miteinander zusammenhängen. Also die funktionieren auch unabhängig voneinander, genau. Spielen aber in derselben Welt, spielen aber auch im selben Setting. Also auch nicht jetzt, ne, wir machen das so, wir würfeln jetzt nicht alles zusammen, aber wir haben uns halt darauf geeinigt, ne, das und das sind diese Grundvoraussetzungen, damit man das halt nicht komplett voneinander abweicht. Aber wir können jeder unsere Geschichte eigentlich soweit durcharbeiten und dem anderen präsentieren, ohne dass da jetzt groß von der anderen Seite Einfluss genommen werden wird, weil einfach Eckdaten schon feststehen. Der Marek hat Elemente aus seinem bekannten Comic-Universum genommen. Wie sieht es auf deiner Seite aus? Sind da auch Elemente genommen, die du woanders einsetzen willst oder schon von woanders her hast? Ich habe ja den Science-Fiction-Comic Enklave gemacht. Mhm. Wir haben uns ja über die dunkle Kolorierung unterhalten. Dazu muss man sagen, also auch ich habe bei meinem ersten Comic so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen konnte. Unter anderem war der größte Fehler, den ich gemacht habe, der Versuch, Schatten mit dunkler Kolorierung zu erzeugen. Was ich mittlerweile nicht mehr mache, ich zeichne jetzt schwarze Flächen. Aber das war halt, das, so einfach es klingt, aber das war damals irgendwie, wollte ich nicht und ich wollte in die Dunkelheit gehen und leider ist die Kolorierung sehr, sehr düster geworden. Aber der Darth Vader hat das damals gut gefunden, oder? Fand er das?
Der Darth Vader. Die dunkle Kolorierung? Die dunkle Kolorierung der Macht. Ja. Ich glaube, die 50 Shades of Force hat er sehr gut gefunden. Ja. Nur der Imperator hat gesagt, ist scheiße. Mach besser, oder? Ja, der hat halt zum Darth Vader gesagt, keine Arme, keine Kekse. Ja. Was war das jetzt? War das jetzt der Kinderriegel oder was hat er jetzt angeschlagen gerade? Das Überraschungsei hat gejuckt. Ja. Ah, also einer von uns vier fand das am lustigsten. Ich fand den gut. Ich habe ihn nicht kommen sehen, den Spruch. Die Erwartungshaltung war jetzt hier vom Geschmack her Überraschungsei und da war da aber gar nichts drin, gell? Das war so ein Betrug. Eier, Betrug, ja. Eier. Überall. Da waren die Schatten. Überraschungseier. Nicht schwarz, sondern nur dunkel. Ja. Ja, aber wenn du schon alle Fehler gemacht hast, hast du sozusagen deine Fehleraufgaben abgearbeitet. Ist genau, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich jetzt loslegen kann. Also bei Enklave ist es so, spielt auf einer Raumstation, gibt Raumschiffe und so weiter und wird halt von Raumschiffen auch angeflogen und eins dieser Raumschiffe ist dann eben auch das, um das es jetzt bei mir geht. Und das ist aber dann auch schon der Zusammenhang. Ansonsten spielt das in so einer etwas verlebten, rostigen Welt. Wo man sich in der Raumstation noch eher als eine Art Ölbohrplattform vorstellen sollte und Männer dreckig sind und Overalls tragen und Handprothesen. Mond 44, war das der Film, wo das so aussah? Ich weiß es nicht mehr. Das war der Emmerich, ne? Emmerich. Ja, ja. Mit Michael Paré in der Hauptrolle. Sah ja auch nicht so schön aus, also wenn man da gelebt hat. Ist ungefähr die Welt, aber das war ja, glaube ich, auch ein Derivat des Blade Runner-Universums. Ja, aber den habe ich jetzt, also Blade Runner habe ich jetzt auch vor kurzem wieder geguckt. Davor habe ich ihn lange nicht gesehen und Moon 44 war halt zufällig, dass ich den auch wieder geguckt habe. Das war gar nicht geplant, aber deswegen habe ich den ein bisschen besser im Kopf als andere Sachen. Ja. Ich finde es auch eigentlich ganz spannend, weil unser Universum ja eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber doch, auch wenn ich jetzt höre, was du erzählst, das ist bei mir nicht viel anders. Das ist bei mir einfach, du fliegst um die Ecke und dann bist du bei mir. Deswegen denke ich mir, wird das auch ganz gut passen. Obwohl es ja unterschiedliche Universen sind, ist es irgendwo Cyberpunk. Also es ist im Endeffekt so die Basis des Cyberpunks. Ja. Wenn man ein Autor ist mit einem Kopf und man hat eine Idee und eine andere Idee. Man kriegt die jahrzehntelang nicht zusammen. Auf einmal macht Sinn, dass das zusammengesetzt einfach hintereinander weg eine große Idee ist. Manchmal passiert sowas. Dann könnt ihr ja eigentlich als zwei Personen genau dasselbe mal gucken und tun. Und vielleicht ergibt sich, dass ich aus diesem Comic-Heft, das ihr jetzt macht, was ja einfach nur hier eine Idee aus deinem Universum genommen ist, da eine Idee aus dem anderen Universum genommen ist, von Künstler A und Künstler B, vielleicht wenn man das hintereinander setzt, das wisst ihr jetzt noch nicht, weil er noch nicht fertig ist, dann stellt ihr fest, ach du Scheiße, da haben sich zwei gefunden. Das ist nämlich hintereinander gesetzt, ein Universum, in dem hier die Schrottmühle A rumhängt und da die Schrottmühle B und wenn man die jetzt nebeneinander setzt, sieht man sogar, dass da so ein Anhängerkupplung hinten dran ist und dass das bei dir da dran passt. Also und wenn man, Raumschiff. Wenn man die Blätter, die Seiten dann noch so in der Mitte faltet, ergibt das wieder was Neues. Sowas. Sowas. Ja. Schaffen wir, ne? Bis September. Locker. So ein Ding. Bin schon mittendrin. Ja. Nee, aber das ist ja wie das Gute, Matt, dass wir uns da irgendwie gesagt haben, dass wir uns so ein bisschen, weil beim ersten Brainstorming dachten, und wir machen das und wir machen das und dann haben wir so gesagt, okay, aber erstmal nicht. Also erstmal ziehen wir es einfach mal durch. Also mal gucken, wie es läuft. Theoretisch ist vieles möglich. Es kann so auch so ein Episodending sein, aber wir gucken einfach mal. Das ist ja, wenn ihr sagt, erstmal nicht, ist ja das erste Heft von dieser Endlos-Reihe erstmal so geschlossen. Kommt dann Berlin 2020, genau. F2? Ich würde das nicht ausschließen. Würde ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist ja immer eine schöne Sache, mal so einen Sprint, also so ein Comic-Album ist ja eher so der Marathon. Die Kurzgeschichte ist der Sprint und sollte man irgendwie mal so weiterverfolgen, dass man irgendwie vielleicht der Reihe auch irgendwie nochmal so einen Sinn gibt. Oder aber dann passiert es dass da was. Dann fände ich aber vielleicht sogar interessant, wenn dann nächstes Jahr dann der Marek auf einmal die Geschichte vom Sascha weiter erzählt und der Sascha wiederum die Geschichte vom Marek. Ja, aber dann heißt jemand das Comic Sascha zu und Marek. Wir beenden dann die Sätze von uns gegenseitig. Wir sind ein altes Ehepaar. Ja, ja, so wird es irgendwann sein. Ja. Guck mal, nämlich auch den da. September ist noch Zeit, also mal gucken. Also das ist echt, und es ist also ein Stresstest.
Ja, das ist so ein Beziehungsstresstest. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, das muss auch noch gedruckt werden. Das braucht dann auch noch mal so seine Zeit. Das heißt, ich gehe mal so schwer davon aus, dass wir in der ersten Septemberwoche das Ding spätestens stehen haben müssen. Und neben den Seiten müssen wir ja auch noch das Cover machen, das jeweilige. Ja. Mhm. Und wer macht welches? Jeder seins? Ich würde sagen, ja. Ja, hätte ich jetzt beim ersten hätte ich jetzt auch so gesagt. Und Variant-Cover gibt es erstmal wahrscheinlich nicht. Bitte was? Variant-Cover? Dreh es um, dann hast du dein Variant-Cover. Das müsst ihr dann aber auch kommunizieren im Heft. Also wir machen das, wir legen die so nebeneinander, dass man die zwei Cover sieht. Und dann verkaufen wir die dann. Als erstes und zweites. Take the money and run. Aber da werden nämlich die Ersten, die sowas machen. Sowas ist schon passiert. Zahl zwei und nimm eins. Ja, also genau. Ja. Zahl das doppelte für die Hälfte. Ja. Nuttenbrillen, 50 Euro in die Hand drücken, wegrennen. Genau. Oh je, den habe ich ja erzählt, den nicht mehr gehört. Du kennst ihn auch mit D-Mark, gell? Ja. Mit Ostmark. Mit Ostmark noch. Ja. Sexarbeiterin, Brillen. Ja. Oh Mann. Aber wenn doch die Begriffe unterschiedlich sind, ich weiß es leider nicht, aber gibt es einen ostdeutschen Begriff für Nutte, der witzig klingt? Ich habe keine Ahnung, da war ich noch nicht in dem Alter, in dem ich mir um sowas Gedanken gemacht habe. Du manövrierst dich in ein ganz böses Thema gerade. So ich? Er? Also Hähnchen? So Bräuler, gell? Ja. Da muss es doch auch irgend sowas für. Ja, es gab ja für alles irgendwie, aber. Sowas wie temporäre Genitalgarage. TGG. Ja. Genau. TGG. Ja, keine Ahnung, ob es sowas gab, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Naja, gut. Liebe Hörer, schreibt in die Kommentare. Genau, hier, in den Chat. Ihr schweift aber schon ab, so ein bisschen. Ja, müssen wir ja, sonst kriegen wir ja die. Sonst hört keiner zu. Jetzt kriegen wir ja den, was hast du hier überhaupt von. Naja, okay. Das ist iPhone. iPhone D2. iPhone D2. Das ist mein Smartphone, wo ich gerade geholt habe. Ja. Das hat aber eine schöne, so wie bei Disney, die Comicform so geschwungen. Nicht immer so statisch, eckig, ja, kalt. Das ist scheißegal, ob du das jetzt erklärst, weil das sieht der Hörer eh nicht. Das sieht der Hörer. Dann müssen wir da nochmal ein Bild machen. Oder? Aber sowas passt auch ans Ohr, ne? Er sieht eben, ja. Vor allem, wenn du so ein wulstiges Ohr hast. Wupp, und wenn du so ein bisschen dicke Backe hast. Oder Bart. Hier, hol. Konvex, konkav, ja. Nee, umgekehrt. Konkurve. Ja, auch Palindrom, wenn du es umdrehst, ist es zack. Nee. So nicht. Na gut. Ja. Ihr wisst gar nicht, wovon ich spreche. Damit Telefon. Ändert sich nicht zu dem bisherigen, was ich gesagt habe. Googelt mal, wenn ihr das jetzt hört, das Sagem MC922, dann wisst ihr von was er da gerade spricht. Ja. Ja. Hast du sonst noch was? Bitte? Hast du sonst noch was? Ich habe so unendlich viel. Ach so, na dann. Aber was doch. Meinst du? Genau, auf der Liste. Von Leder Legende. Einkaufsliste. Da steht jetzt noch Kartoffeln. Kommen wir nochmal zum Thema Kartoffeln. Wie heißt das? Hartkochend, weichkochend? Hartkammer? Vorwiegend hartkochend steht. Vorwiegend hartkochend, drauf. Ja. Hartkammer, weichkammer. Wissen Variant? Wir, haben wir schon irgendwie eine Auflage oder so? Oder nee, sind wir noch mittendrin, oder? Es kommt auf die Kosten drauf an. Also angenommen, irgendein Drucker sagt euch, ich mache. Er hat doch vorhin gerade gesagt, dass du gerade mittendrin bist. Warum fragst du denn jetzt? Auch wieder war. Wie, was, wo? Mittendrin wo? In der Druckerei? Mittendrin statt nur dabei. Ach so, ja. Ja. Aber hallo. Ja, ihr könnt, wenn es, also gedruckt ist es ja schon sinnvoll, ein Heft, das so klassisch daherkommt, dass von zwei Seiten gelesen werden kann. Angenommen, ihr macht da ein virtuelles Projekt draus, dann könnt ihr aus vier Ecken kommen, aus vier Himmelsrichtungen oder was. Wenn jetzt irgendwann das in 7 Jahren sich hoch... Du willst wieder nur deinen Faltrahmen hier an den Mann bringen. Irgendwie. Zum Beispiel. Hat man den mal in einem Podcast? In zweien hattet ihr ihn, in zweien. Echt? Ja, ja. Ach. Gut. Er hört das Zeug auch. Ne? Ja, klar. Das ist ja ewig. Ja. Hörst du den auch diesen, wenn du selbst hier schon mitgequakt hast? Ja, bestimmt nicht. Das ist so, ich gucke mir auch keine Urlaubsfotos an. Also vielleicht in fünf... Meinst du jetzt meine oder deine? Deine Urlaubsfotos sehe ich mir die ganze Zeit an. Die hängen ja hinter dir. Was soll ich da machen? Ich kann da gar nicht weggucken. Das ist ein Autounfall. Oh je, was ein Glück sehe ich den nie, weil ich bin am Rücken dazu. Es wird wirklich Zeit für das Spannlaken, aber naja. Okay. Ja, spannende Laken. Ja, ja
Waren wir denn mit irgendwas jetzt durch, dass ein nächstes Thema kommen kann oder was? Hast du eine Liste? Ja, steht da noch was Wichtiges drauf? Die Liste wäre durch. Echt geil, wir haben was geschafft. Im Grunde, die Liste haben wir geschafft. Ach, wir haben was geschafft. Wir könnten den Sascha nochmal fragen, ob der sonst noch irgendwas vorhat, außer dem ganzen Zeug, was ihr schon geplant habt. Ja, aber die ist doch langweilig, du musst los. Ich habe noch so ein, eigentlich habe ich noch ein ganz schönes Projekt, das ich aber erstmal nicht fertig kriege. Es wird heißen Die Fliege und es ist halt ein Superhelden-Comic mit einem Superhelden, den ich 1984 geschrieben habe. Also der Comic ist von mir geschrieben, 1984. Ach so, ja, das hat sich mal erwähnt. Genau, genau, und den würde ich eigentlich ganz gerne mal jetzt zeichnen. Ja. Der große Sascha zeichnet den kleinen Sascha. Mhm. Und zumal der Comic auch damals von mir schon mal gezeichnet wurde, es ist eine gute Blaupause, um da jetzt mal loszulegen, aber ich habe einfach nicht die Zeit, leider. Aber wollen wir nicht mal das thematisieren, die Projekte, die nicht anstehen, die man nicht machen möchte? Da kann man viel kreativer von der Leber reden. Oh Gott, mal jetzt hier den Brainstorming-Podcast. Ich hätte noch ein Projekt, was ich aber machen werde, und das wird nämlich der Mr. Kill sein. Auch vom Plemplem Verlag. Mhm. Das ist, meine ich, jetzt das 8. Heft, was ich dann illustrieren werde. Mr. Kill ist ja von dem Hennig Mertens eine Figur, der Profikiller, der seinen Job gerne macht, und von dem gibt es diverse Hefte mit Kurzgeschichten und ein Heft mit einer Langgeschichte, das wurde von mir auch schon gezeichnet. Und jetzt bin ich wieder dran mit einer langen Geschichte. Also die Kurzgeschichten und die drei langen Geschichten, die es am Ende geben wird, die ergeben auch wirklich ein Gesamtbild. Mhm. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das Skript hat mir der Henning schon geschickt. Also das schreibe ich nicht selbst, das mache ich. Und ja, das wäre dann etwas, was ich dann nochmal so zwischen Tagesschau und Wetterkarte runterzeichnen darf. Und worauf ich mich auch noch freue, ist dann die Wetterkarte. Ist genau die Wetterkarte. Eventuell noch so ein Zombie-Projekt im nächsten Jahr. Als Comic-Inhalt oder als Comic, ja, genau. Als Comic. Gut. Genau. Aber nicht die Toten oder sowas. Ah, okay, okay. Ist nicht bekannt. Wir dürfen nicht weiter nachfragen. Nein, die Lebendigen wird es aber nicht. Ja, genau. Die Untoten höchstens dann. Ja, ja, die Untoten, ja. Definitionssache. Die Untoten Hosen. Die Untoten, ja genau. Ja. Was? Die Untoten Hosen. Die Untoten Hosen. Die runtergelassenen Untoten Hosen. Genau. Hey, wir machen ein Bando! Ja. Ja, oder hier. Mit dem Album wäre es kurz, aber dünn und der hängt wieder eins. Ja, oder Fortsetzungskomik hier, der Typ mit den untoten Hosen. Ja, genau. Ja. Genau. Und die Eins, die hängt, ist die Eins aus 313, wenn man es umdreht, gell, Steffen? Was? Die 313 wolltest du doch vorhin umdrehen. Und dann hängt die Eins. Ja. Ah ja, dann haben wir es doch. Vielleicht auch was mit 010, wenn die Glocken länger sind als das Seil. Da hat ja Blümchen schon mal 1100101 getrellert. Die meinte das, glaube ich, auch damit. Kann es sein, 1, dass dieser 1, Podcast 0, erst ab 16 oder 18, irgendwie? Ja, ab 18 Uhr. Ja, ab 18 Uhr. Oder auch 18 Leute finden, damit ihr das überhaupt hören könnt. Auch wieder wahr, ja. Ja. Also, oder ja. 17 andere. 17 ja. andere. Ja, damit er insgesamt 18 sagt. Mit 17 fängt er erst das Leben an. Dass sonst noch so viel geben kann. So kenn ich das auch. Ja. Oh je, jetzt driftet es schon wieder ab. Drifted away. Hast du noch was beitragen? If I have noch something to beitrag. Oh, jetzt mal wieder an die Englische. Wenn er immer so fragt, ob wir noch irgendwas haben, das klingt immer so, als wären wir am Ende des Podcasts. Ja. Und, ich bin so ziemlich am Ende gerade. Es gab schon mal den vorherigen Podcast, der hatte auch ein Ende. Und da am Ende klang es für einen kurzen Moment so, als hätte er unser Steffen L. resigniert und hat gesagt, es gibt so viel gut Comic-Podcasts, warum gibt es uns eigentlich noch? Da wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Nachhaken. Also nachhaken. Ja, das, Steffen, warum gibt es uns eigentlich, wollte ich nachhaken. Ja. Wäre auch eine gute Idee, aber dazu reicht ein Endes-Podcast nicht, da müssen wir eine Podcast-Reihe zu eröffnen, warum es uns gibt. Den Meta-Podcast. Wieso denn eigentlich? Und er hat gesagt, es gibt jetzt den Podcast, wie heißt der, Pau? Pau. Pau? Und das ist Pau ja von drei Leuten, die du alle gut findest und die machen jetzt, so, oder zweieinhalb Leuten. Du fandst den Podcast ja so, also du fandst ihn ja richtig sind gut. Sind drei Leute. Sind drei Leute. Ja. Und die machen das richtig gut und Gegensatz. Naja, es klang ein bisschen nein, so, nein. Aber das will so ich jetzt gerade mal sagen. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe es nicht gesagt, ich habe es geschrieben. Jetzt kriege ich meine Standpunkt. Das letzte Mal hast du beim Breedstorm erkannt, dass er was sagt, was er geschrieben hatte. Ich habe was gar nicht gesagt, sondern nur geschrieben und sag's jetzt. Ich habe doch bei irgendeiner Rezension geschrieben, dass 2012 war ein Jahr, wo auf dem US-Comic-Markt Verschiedenes gleichzeitig passiert ist, dass
das die Comicwelt einen Schritt weitergebracht hat. Ich habe es damals als Aufhänger genommen, um zu erwähnen, dass der Comic, den ich rezensiert habe, 2012 entstanden ist. Mhm. Aber das hatte damit gar nichts direkt zu tun. Ich habe nur einfach viel, viel verknüpft. 2012 war aber noch was erschienen oder gestartet, losgegangen, was ich da nicht erwähnt habe. Euer Podcast, unser Podcast, der war auch 2012. Also wenn die Welt, die Comicwelt sich 2012 einmal erneuert hat, so wie, also die Leute selbst, die den Daredevil damals gelesen haben, irgendwas von Mark Miller hier gelesen haben, die haben schon damals beim Lesen gemerkt, oh, das ist ja besser als der letzte Scheiß. Aber insgesamt gesehen, wenn man auf die Welt schaut, sieht man rückblickend deutlicher, wo die Wendepunkte waren. Mhm. 2012 ist bei Image so viel anders geworden, auch bei Marvel und DC so ein bisschen, wobei das jeden interessiert was anderes. Und 2012 hat ein sehr guter Comic-Podcast gestartet, da gehörte ich noch gar nicht dazu. Das heißt, es ist kein Eigenlob, sondern... Näht euch und Comic-Cookies. Und die erste Folge von dem Pau-Podcast, die klingt so, da sind drei Leute zusammengekommen, die sind mutig, die sind witzig, also die lachen so über sich selbst, hahaha, berichten toll über Comics. Ich habe zum ersten Mal die erste Folge vom Comic-Cookies-Podcast gehört, zum ersten Mal, 2019, das ist genau dasselbe. Also das ist nicht schlechter, das ist, ihr habt euch getroffen, ihr habt ein bisschen was über Comics gewusst und habt es den Leuten gesagt. Da waren auch sowas wie News dabei, da war auch dies dabei. Mhm. Und muss es jetzt uns noch geben, wenn es Pau-Podcast gibt? Natürlich, weil wir uns gegenseitig, ich habe jetzt auch mal den Pau-Podcast ein bisschen reingehört. Hat sich richtig Gedanken gemacht. Ich habe mir richtig Gedanken gemacht. Ich habe eine Abhandlung von 128 Seiten geschrieben, erscheint demnächst als Hardcover. Wenn ich mal sowas flackt in den Raum sage, dann macht er sich richtig, ja. Es ist so, also ich habe vorher schon den Pau reingehört, weil du hast es ja erst erzählt, als ich schon die vierte Folge hatte und ich hatte die erste Folge schon gehört, als du mir davon erzählt hattest. Und ich bin ja gar nicht so freundlich und offen, wie ich immer tue, sondern ich denke mir, wenn irgendjemand sagt, ich weiß bei Comics Bescheid, aber den Comic habe ich noch nicht gelesen, deswegen kann ich darüber nichts sagen oder den anderen erwähne ich gar nicht, weil ich gar nicht weiß, dass ich ihn kenne. Und dann denke ich immer, Leute. Aber so denkt nicht nur ich, sondern denkt jeder über die Sachen, die er selbst gelesen hat, die anderen noch nicht gelesen haben. Mhm. Da hat der Pau-Podcast Verschiedenes erzählt. Die haben ja überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber der Zuhörer von Pau-Podcast hört all die Sachen, die sie erzählen und die Sachen, die sie nicht kennen, können sie nicht erzählen. Und die lassen Sachen weg, die bringen dann wir einfach. Und umgekehrt genauso. Die loben Monstrous als das Ding, was bei Marvel im Moment am meisten Spaß macht. Nicht die, sondern einer von denen fand das sehr gut. Und auf der anderen Seite haben die einen, das haben sie sogar erwähnt, weil sie wahrgenommen haben, den haben sie noch gar nicht auf dem Schirm noch gar nicht näher betrachtet. Ich habe jetzt vergessen, welcher es war. Ich dachte, ich hätte es mir irgendwo als Stichpunkt aufgeschrieben, aber keine Ahnung. Was war das denn jetzt? Ich nehme jetzt mal als Beispiel, weil ich es jetzt gerade konsumiert hatte, war halt dann der Deadly Class vom Rick Remender. Und den haben die, den haben sie glaube ich auch nicht auf dem Schirm, das war nicht das, was ich eigentlich wollte. Unser Podcast oder unser Befreundeter irgendwas, dann haben wir halt das besprochen. Da haben die noch überhaupt keinen Schimmer von, die haben überhaupt Ahnung, was die verpasst haben. Ja. Wenn die sagen, was gut ist, was schlecht ist, können sie es gar nicht ins Verhältnis zu setzen zu dem, was sie nicht kennen. Und das haben wir dann halt besprochen. Und deswegen muss der Hörer nicht nur Pau-Podcast hören und nicht nur uns hören, sondern er muss sich seine Zeit verdoppeln, die er hat, um labernden Leuten zuzuhören und muss beide hören. Weil es erweitert und ergänzt sich gegenseitig. Ohne dass wir voneinander wissen, machen wir das sogar automatisch, weil keiner alles auf dem Blick hat und keiner alles auf dem Schirm hat. Und wenn jemand das bespricht, was der andere Podcast auch bespricht, dann kann man sogar noch sehen, neue Facetten, super. Das wollte ich nochmal sagen. Ja, aber das bringt mich gerade zu einer weiteren Frage. Das ist schön. Frage. Der ganze Monolog hatte schon einen Sinn. Und zwar, was habt ihr denn zuletzt gelesen, Marek, an Comics? Ich zeichne selbst Comics, ich habe keine Zeit, Comics zu machen. Ich habe wirklich, ich muss sagen, das Letzte, was ich mir gekauft habe, das ist der neueste Teil von Morbus Gravis von Druna. Muss ich ehrlich zugeben. Der Kreis schließt sich. Ja. Das ist sogar, kann man nicht in der Öffentlichkeit lesen, oder? Nee, das hat nichts damit mir zu tun. Also es ist komplett anders. Es ist eher so wie Frauen, also diese Western-Geschichten von ihm. Also hätte ich jetzt nicht zurückgeblättert, gelesen, dass es Morbus Gravis ist, hätte ich es überhaupt nicht gewusst.
ist. Also auch kaum Dialoge, Dialoge schon, aber nicht so sinnvoll. War es denn dann tatsächlich Morbus Gravis oder gehört das einfach zu der Serpieri-Gesamtausgabe? Nee, es ist Morbus, also es ist das Neue. Was ich aber gehört habe, dass der Autor, der im Endeffekt die Story geschrieben hat, wohl nicht lebt und die Geschichten, die jetzt kommen, sind ausschließlich von ihm. Das habe ich gehört. Also ja, das klappt immer sehr, sehr gut, wenn der Texter stirbt und der Zeichner setzt einfach die Figuren mit den Geschichten dann fort. Das habe ich ja noch nie erlebt, dass das irgendwie negative Folgen haben kann. Also da muss ich sagen, das ist so das Letzte, was ich gekauft habe. Ich finde es nach wie vor wahnsinnig schön gezeichnet, aber würde jetzt sagen, kann man sich durchblättern, aber muss man jetzt auch nicht. Naja, du als Fan hast es und bist ja komplett. Ich als Fan habe es, liebe es, aber so ein bisschen vermisse ich so die ersten zwei Bände, ehrlich gesagt. Danach war es ja sowieso so eine Sache, aber die ersten zwei Bände sind wirklich gut. Also hat mir gut gefallen. So viel zum. Sonst versuche ich wirklich eine Deadline zu halten. Ja, aber auch wenn man also viel Comics zeichnet, sollte man auch Comics lesen. Und in meinem Fall ist es The Six Gun aus dem Unipress Verlag, was mir sehr, sehr gut gefällt. Da stehen bei mir die Komplett-Dinger im Regal. Dann habe ich mir auch wieder gekauft als Deluxe Edition die 100 Bullets von Azzarello und Risso. Das ist einfach auch so ein Ding. Ich glaube, das ist der Comic, da habe ich immer so den Eindruck, der ist nur für mich gemacht. Der ist einfach super geil einfach nur. Und weil es irgendwie auch so das 80er-Jahre-Action-Genre trifft, Shooting Ramirez ist jetzt bei Schreiber und Leser rausgekommen. Wunderschön gezeichnet. Ich finde es inhaltlich leider, hat es mich nicht so vom Hocker gerissen, aber die Zeichnungen sind echt der Knaller. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Zeichner sich nicht ganz entscheiden konnte, ob es jetzt Parodie oder Ernst ist. Aber gut. Der Zeichner? Der Zeichner, ja. Okay. Das Ganze ist ja auch ein bisschen überzeichnet, ein bisschen witzig, aber das passt irgendwie auch. Und die Figur ist halt auch so ein bisschen over the top, aber naja, also es ist, also von den Zeichnungen, da könnte ich mich drin verlieren, vom Text, der hat es mich nicht so umgehauen, aber gut. Muss ich noch lesen, aber können wir dann demnächst auch mal irgendwann besprechen, ja. Ja, und auf dem Weg hierhin zur Stadt am Rande des Universums habe ich Unter Krähen angefangen. Kennt ihr den? Nee, das sagt mir jetzt gar nichts. Vom Korrektiv Verlag, der sich zur Aufgabe gemacht hat, aufklärerisch mit Comics zu sein. Ich glaube, Weiße Wölfe haben wir auch schon mal besprochen. Genau. Ja. Und Unter Krähen ist das Ding, was im letzten Jahr rausgekommen ist. Super gezeichnet. Sehr, sehr überladen, was den Text angeht. Aber halt auch, es geht um so ein bisschen NSU, Crystal Meth im Bundestag, Kinderpornos. Also das ist so alles, was passiert ist tatsächlich. Also diese Kombination fand zwar irgendwie ein bisschen anders statt, aber sie ist halt auch passiert. Es sind also auch Kinderpornos auf Rechnern von Bundestagsabgeordneten gefunden worden und so weiter. Und der heißt halt Unser Krähen, weil eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. Also das ist schon teilweise recht bitter. Aber fantastisch. Ich kann aber noch nicht mehr darüber sagen, weil ich noch mittendrin stecke. Ja, werde ich mir aber auf jeden Fall mal angucken. Ja. Dann, ja. Weil die haben ja mehrere Comics rausgebracht. Die wollte ich mir sowieso alle nochmal, vielleicht nochmal so backlistmäßig irgendwie zusammen bestellen. Ja. Wäre vielleicht auch ein Special. Ja, können wir mal machen. Ja, ja. Es gibt ja immer zwei Sätze, die man so raushauen kann. Lest mehr Comics oder kauft mehr Comics. Man kann ja beides machen. Ich mache eher Weiteres. Zweiteres. Ja, wir machen ja auch mehr Comics, ne? Macht mehr Comics. Ja, ihr macht mehr Comics. Ich habe ein T-Shirt drauf, ich lese nur Comics, die ich selbst gezeichnet habe. Ja. Ich versuche gerade mach überhaupt Comics zu machen. Du könntest dir ein T-Shirt machen, auf dem steht, ich trage nur T-Shirts, die ich mir selbst gemacht habe. Ja, das kann ich mir bald demnächst machen. Ja. Wird auch zum Stammtisch rangegangen, ne? So langsam, ja. Ja, aber das T-Shirt, was ich jetzt gerade meinte, ist schon davor entstanden. Das ist davor schon, vor dieser. Ja. Flut an T-Shirts. Ja, bitte. Du wolltest, es klang so, als wolltest du noch was sagen. Ja. Na gut, um dich nicht zu enttäuschen, sage ich noch was. Es ist aber so. Aber wir müssen es jetzt auch nicht unnötig strecken, also wie du willst. Wir fangen wieder von vorne an. Voll. Also. Hallo. Nee, jetzt fangen wir von hinten an. Wir machen jetzt dieses, du weißt Wenn was, du das jetzt zurückspulst. Wer den Podcast jetzt anders von der anderen Seite hört, der will von uns dann auch sowas. Wie heißt das nochmal? Wie heißt das Wort? Was habt ihr? Wie heißt Palim, 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 drum. Ich hätte gerne Flasche-Syndrom.
Pommes. Ihre Frage ist aber um eine Flasche Pommes. Ja, aber Flasche Pommes ist für Palindrom blöd, weil wenn die verkehrt rumhältst, fallen die ganzen Pommes unten raus nicht und oben kannst du keine neuen nicht reinstecken. In der Schwerelosigkeit. In der Schwerelosigkeit. Ja. Außerdem könnte es eine Flasche sein, die könnte ich niemals kauen. Außerdem könnte es eine Flasche sein, die eierohrförmig ist. Dann fallen die praktisch. Ja. Das wäre dann eine Palindromflasche. Hm. Ah, wir nennen die Eieruhr ab jetzt Palindromflasche. Merkt euch, bitte mitschreiben. Vor es, es gibt Leute, die machen Wikipedia-Einträge, ich gehöre da nicht dazu, aber die, die das machen, ab jetzt Aufgabe, bis zum nächsten Mal, Hausaufgabe, bitte macht doch einen Wikipedia-Eintrag, Palindromflasche, Erklärung, es ist sowas wie eine Eieruhr. So von schreibt das bitte 1000 Mal an die Tafel und wenn ihr keine Tafel habt, dann schreibt es halt irgendwo hin. Googelt auf jeden Fall bei der Gelegenheit auch mal, ein Tisch ist ein Tisch von Peter Bichsel, mehr sage ich dazu nicht. Ja, aber eine Tafel ist kein Tisch. Eine Tafel musste früher 100 Gramm haben und heute kann die auch 85 Gramm haben. Hm. Ist halt so. Ist halt die Frage. So, ein bisschen drüber nachdenken. Aber bisschen drüber nachdenken. Ich hatte immer Tafeldienst. Ja, ja. Deswegen kenne ich mich damit aus. Ja. Ja. Tafeldienst. Mit vollen Nüssen. Vollen Nüssen hast du immer aufgegessen. Ja, ich beseitige die letzten Tafeln. Alles klar. Gibt es den Tafel als Begriff auch im, in der Comic-Welt? Es gibt noch die Tafel 150, das ist im Videotext. Ja, welche? Mhm. Ist das, die ist aber nicht in der Mitte, es gibt ja bis 1000, das wäre dann so. Also Untertitel. Untertitel. Ach, das ist Untertitel. Mhm. Für Seh- oder Hörgeschädigte? Ja, für unsere englischsprachigen Hörer. Ah, ja. Well, for our yes. English-speaking languages, hearers. Natives, yeah. Native okay. English speakers. Naja, ich glaube, es gibt Tableau, ne? Tableau ist, oui, oui. Ist ein Format. Tableau, c'est français, ja? Ja, ja, das ist, oui, oui. Oui, oui. Das ist das nicht Newspaper-Format? D'accord. Tableau-Format? Bien sûr. Tableau. Naturement. Le Tableau. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Manche davon. Und franzt aus. Na gut. Franzt. Franzmann. Franzmann. Oui, oui. Bronze. Bronze. Im September fahre ich wieder nach Frankreich. Due en le traveur. Bronze an der Hose. Bronze an der Hose. Fransen an der was heißt eine Hose auf Französisch? Pantalon. Pantalon. Pantalones. Pantalones. Heißt das nicht Schuh? Nee. Was? Chaussure heißt Schuh. Ich bin raus. Sur, sur, sur. Sur, sur. Chaussée, ja. Chaussure. Sur le Pont d'Avignon. Alle, Mann hier. Du guckst auf den Zettel, hast du da jetzt noch was? Oder nee, das ist ja gar nicht der Zettel. Hast du, hast alles du was ist auf gefunden? Französisch, ne? Also. Oui, oui, yes. Das ist ja gar nicht der Zettel für hier. Da lässt sich nur. Oh Mann. Das ist der Zettel für was ganz anderes. Warte, ich lese auch was. Nur. Eine ja. Ja, aber die Leute, die sich einen Notizzettel genau, machen für das, was sie gerade nutzen, die machen sich das Leben echt zu einfach. Ja. Also ich finde, das ist geschummelt, sich einen Notizzettel machen und den dafür zu benutzen, für wie er gedacht ist, das ist viel zu einfach. Ja. Das hier sind Notizzettel für ganz andere Sachen. Willkommen beim Abschweifen-Podcast. Als ich beim, ich war doch einmal Gast beim befreundeten Podcast Telestammtisch. Ja. Die haben ja auch komisch geguckt, Notizzettel. Ich weiß genau, warum du da nur einmal zu machst. Notizzettel kann ja helfen, damit das richtige Stichwort im richtigen Moment mir da ist, um was zu sagen. Ja. Ich hatte ja bei dem Podcast keinen Stichwortzettel, sondern einen ausformulierten Text dastehen, ja. Und musste in diesem Text die Stichworte finden, um was zu sagen, was gerade Thema war. Also ich finde nur, das ist eine Herausforderung. Ansonsten ist es ja so ein Schummelhilfsmittel. Mhm. Wenn du eine Schule, eine Arbeit schreibst, du hast einen Stichwortzettel oder einen ausgeschriebenen Text, das finden die Lehrer nicht gut. Das nennt die Spickzettel. Das ist sich das Leben vereinfachen. Das Leben ist einfach genug. Also ich mache das immer umgekehrt. Wenn mir irgendwann die Last zu groß ist, dann lasse ich sowas weg und dann ist das Leben viel einfacher. Mhm. Also ein Stichwortzettel zu einem falschen Thema, wenn mir das zu schwierig ist, lasse ich den weg und schon kann ich frei reden und habe ein so einfaches Leben. Dann gebe ich dir jetzt mal ein Stichwort. Ja, Ende. Abmoderation. Abmoderation. Hallo, herzlich Moment, willkommen. Es sei denn, es gibt noch irgendwas, was ihr zu sagen hättet. Noch ein Limerick. Die Herren. Selbst formuliert. Ich sitze in der Bimmelbahn und fasse einen Pimmel an. Nicht meinen, den vom Nebenmann. Das ist ja gerade der Spaß daran. Das als Palindrom jetzt von hinten nochmal nach vorne erzählen. Das könnten wir jetzt vielleicht auch genau einen so Sinn. Eigentlich stehen lassen in dem Fall. Stehen das lassen. Lass einfach mal stehen. Oh, wie bist du hier angereist? Bimmelbahn, mit Fahrrad, der Bimmelbahn. Mit der Bimmelbahn. Also das war auch, warum er wieder leicht zu spät kam. Ja. Und, ja. Es lag an meinen vollen Nüssen. Ja. Hier gibt es auch Vollnuss. Also ich habe jetzt ja M&M's gekauft und mag eigentlich die ohne Nüsse lieber. Aber
Ja, wirklich wie beim Altären-Stammtisch. Ja. Altären? Altäre-Stammtisch. Ja. Gibt es noch was Schönes von dir zu erzählen aus Bimmelbahn? Na, du bist ja mit dem Auto gekommen, da passiert weniger spektakuläres. Ich kann überhaupt nicht mithalten mit diesen Geschichten. Also ich bin... Hast du zwar auch einen Knüppel an, aber ich überlege, ob ich das nicht in einem Comic irgendwie hier zusammenfasse. Ohne Flachs, vorhin fiel irgendwas, das müssten wir beim... Also liebe Hörer, ihr hört ja den Postcard, nachdem wir den gesprochen Postcard. Haben. Podcast. Und wenn ihr gewinnen wollt, schreibt eine Postkarte an uns und ich schicke eine Postkarte von mir mit Motiven von mir an euch zurück, wenn ihr die Absenderadresse drauf schreibt. Gewinnen? Da ist es doch so eine Idee. Gewinnen. Hatten wir da noch gewinnen. Was? Leute mögen Gewinne. Gewinnen. Ja, jetzt fällt dem Marek gerade noch was ein. Wer bis jetzt zugehört hat, der kommt endlich. Der hat gewonnen eigentlich. Der hat gewonnen. Wer jetzt noch sich meldet. Hier, Leute. Also das hat er auch verdient. Ja, das hat er verdient. Das hat er sich verdient. Na, die Überlegung ist, eigentlich müsstest du ja als der Head of Moderation das anmoderieren, dass wir Head of ist Kopf. Ich bin hier nur im Urlaub. Für die deutschen Zuhörer. Du bist nur im Urlaub, bist gar nicht da. Du bist die Urlaubsvertretung? Oui, auf Français. Ich bin hier nur für die Technik zuständig heute. Ja. Wer ist denn eigentlich, das klären wir lieber. Wer macht das denn jetzt eigentlich hier? Ja. Wer ist derjenige, der unten... Christiane Backer. Ja, Christiane Backer. Nein, komm jetzt. Komm jetzt, Christiane Backer, komm jetzt. Wir laden dich zum nächsten Podcast ein. Christiane Backer. Christiane, hat sie sich eigentlich gemeldet, nachdem wir ja so viel über Christiane Backer... Darüber soll ich nicht sprechen, hat sie gesagt. Ach so, okay, verstehe. Hat sie nicht gesagt, nicht, dass ich behaupte, sie hätte was gesagt, was sie nicht gesagt hat. Christiane Backer, wenn du was dazu sagen möchtest, wir laden dich zum nächsten Podcast ein. Und wenn, hat sie gesagt, soll man nur das Pseudonym Bäckerin Christiane. Und es gab nur diesen einen Anruf, also nur diesen einen, eine Mitteilung heute. Nein, nur diese eine. Achso, ja, bei Telegram. Nee, ich meine jetzt nicht von Christiane Backer, sondern einfach von den Kann Fragen. Ich nochmal gucken, ob da irgendwas passiert ist? Ich guck schon, moderier du weiter. Vielleicht sollten wir das nominieren für die längste Abmoderation der Internetgeschichte. Krimi Online Award. 120 Minuten Abmoderation. Ja. Das sollten wir mal als Thema machen. Ich finde, jetzt das noch hin dranhängen, ist für die Leute, die von hinten zuerst hören, blöd. Deswegen dann ist es die längste Anmoderation aller Zeiten. Die wissen ja auch noch gar nicht, dass diese Sendung noch 3 Stunden weitergeht. Und was sie auch nicht wissen, ist, wenn man den rückwärts hört, wie so Heavy-Metal-Schallplatten, dass eine Botschaft rauskommt. Das wissen die gar nicht. So, jetzt was ist jetzt hier mit Gewinn, Gewinnspiel. Genau, also der Gedanke ist, dass wir uns so ein bisschen so ein Paket zusammenstellen. Schon der Gedanke. Schon der Gedanke. Das wird noch so nicht gesungen. GEMA. Wir gehen gleich, aber erst noch zu dem Thema Gewinn. GEMA gehört. Achso. GEMA gehört sonst genau, wohin, das aber nicht ja. Wie machen wir das? Machen wir das irgendwie als Wettbewerb? Mal soll ihr da einfach nur melden? Also, dass ein Paket geschnürt wird, wo wir ein Heldruin-Comic, von dem wir erzählt haben, reinpacken und dann vielleicht auch noch von jedem irgendwie auch mal eine Zeichnung beziehungsweise einen Druck oder eine Postkarte. Druck von einer Zeichnung oder eine Zeichnung von einem Druck. Ja, und wenn man weiß es, ein Überraschungspaket. Ein Überraschungspaket. Ja. Es ist auch die Überraschung, ob signiert ist oder nicht. Und das werden die Leute... Und von wem? Und von wem? Und mit welchen Namen? Es ist gar alles. Und alles kann. Wir können auch so viel verraten. Eventuell hat sogar Christiane Backer was nominiert, signiert. Aber sie können es gewinnen. Also wenn sie mitmacht, bitte. Eventuell kann sie es gewinnen. Ja. Das kann man mit Sicherheit behaupten. Also das kann man wirklich behaupten. Wenn sie Christiane Backer gewinnen, wenn sie mitmacht. Dann würden wir sie schon mal als erste Gewinnerin festlegen. Einfach mal so. Also ohne Gewehr jetzt. Ohne Gewehr. Das Gewehr richtet sie dann auf dich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja. Und? Den Linksweg. Ich würde gerne wissen, ob sie Comics liest und was sie für Comics liest. Wäre schon eine Idee. Das wäre schon schön zu hören. Ja. Stell dir vor, die liest Comics nicht, ich weiß nicht. Unsere Zuhörer sollen einfach mal berichten, was sie als letztes für ein Comic oder. Was die Zuhörer als letztes für ein Comic gelesen haben. Ja. Ja, das wäre schon schön. Das ist ja auch das Blöde, wenn ich früher im Comicladen gestanden habe. Das fordert mich so, weißt du? Und ich habe die Leute gefragt, was sie denn gerne so lesen. Oder nachdem sie ihn gekauft haben, ich sagte, der Comic ist gut. Dann ist das Verkaufsgespräch vorbei. Es geht überhaupt nicht um Verkaufsgespräch. Ich will sagen, dass der Comic gut ist. Also irgendwo ist ja auch mal Interesse da. Irgendwo ist ja auch mal Schluss. Irgendwo ist ja auch mal am Ende Schluss. Am Ende Schluss, wenn man es umdreht, ist es der Anfang. Jetzt geht das wieder los. Ja. Also, machen wir das so. Es gibt ein Paket zu gewinnen. Das wird geschnürt, aber nicht zu straff geschnürt. Es wird locker geschnürt, damit es noch atmen kann. Legende, der fasst euch jetzt nochmal kurz und knapp zusammen. Paket 1. Locker geschnürt.
Inhalt diverses, Überraschung. Ja, Überraschungspakete. Überraschungspaket. Ach, das wäre kurz, gut. Überraschungspaket gibt's. Locker geschnürtes Überraschungspaket. Ein von Légère Legende locker geschnürtes Überraschungspaket. Und die E-Mail-Adresse, die blendest du dann ein, wenn, aus, wenn, so, weil, wenn wir eine, wenn wir eine haben. Ja. Wenn wir eine wissen. Wir verraten euch nicht, wie ihr uns kontaktieren könnt. Deswegen, wer uns trotzdem erreicht, hat es wirklich nicht. Oder habt ihr schon eine? Wer, ja, wir haben ja schon eine. Die dann, E-Mail-Adresse dann wäre... Dann nennt sie direkt. Ist ja vorbereitet. Wäre schon praktisch. Die E-Mail-Adresse? info@ wahrscheinlich. info@ comic-community.de. .net. .net? Gut. Also, wer so lange ausgehalten hat, die richtige Adresse eingibt, da hat es echt verdient. Also, ja, aber wer Podcast hört, hört ja so nebenbei. Der hat jetzt wirklich nicht verstanden, ob es net oder de heißt. Also, das ist schon eine Hürde. Das ist so, dann sag doch jetzt doch einmal richtig. Jetzt, das, dann kann es ja jeder lösen. Man könnte auch missverstehen, dass es überhaupt was zu gewinnen gibt. Das kann es auch. Ist eigentlich nur ein Gespräch. Und verratet uns einfach kurz, welches Comic ihr zuletzt gelesen habt. Vielleicht ob's gut war. Ob es gut war, ob das eine Empfehlung von euch war. Vielleicht kriegen wir auch so mal eine neue Empfehlung. Ne? Ja. Für uns hier. Ja. Und ja, dann gibt es mit etwas Glück das gut geschnürte Überraschungspaket. Mhm. Also gut geschnürt im Sinne von nicht zu eng geschnürt, aber gut geschnürt mit im so, Sinne dass von es nicht wehtut. Ja. Eben, dass viel reinpasst und locker geschnürt das ist. Das kann man dann beim nächsten Podcast auch erklären, was alles in dem Paket ist und so weiter. Genau. Ja, die Ziehung machen wir dann sowieso beim nächsten Mal. Ja, und der Notar. Genau. Der muss noch kommen und der ist noch in der Bimmelbahn. Der Dr. Marek Dörp kommt dann und dann, ja. Ja. Du Marek Dörp. Notariell beglaubigt. Ja. Ja. Weil uns leider das ostdeutsche klassische Wort dafür fehlt, mussten wir jetzt notariell sagen. Okay. Ja. Ja, klingt doch auch ein Plan. Schön war's. Naja, nicht, aber ja. Mhm. Schön war's. Ja. Das finde ich jetzt toll. Ja. Ich wusste noch nicht, wie es war, aber jetzt weiß ich's. Ja. Schön. Ja, schickt uns Kommentare. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder Podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online auf podcast.comic-community.de. Ich sage vielen Dank. Ich sage auf Wiederhören. Ich sage noch so viel mehr, aber das machen wir außerhalb der Aufnahme. Vielleicht werden wir wieder beleidigt. Weitere Regeln gibt es außerhalb der Aufnahme. Da erzählen wir mehr zum Paket. Die Tiernamen verteilt er jetzt erst. Wer es von hinten hört und hier anfängt, den Podcast mitzubekommen, es kommen so Altherren-Frivolitäten vor. Die sind aber nicht böse gemeint, die sind auch nicht belastend gemeint, die sind locker witzig gemeint. Locker geschnürte Frivolitäten. Frivolitäten. Die können wir auch ins Paket packen. Ja. Und mit vollen Nüssen. Oh, Mann. Was? Andere werben nur mit Vollnuss. Und, ja. Kostet ja sogar mehr. Vollnuss kostet mehr als ohne. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass wir nicht außerdem den Sascha mit einpacken in das Paket, der euch dann zufällig an euren Löris packt. Aber wenn der dicke Dörp mit eingepackt wird, wird er auf jeden Fall extra Porto fällig. Extra Porto. Und der dicke Hey, das klingt aber auch extrem. Extra Porto. Extra Porto. Extra Porto. Extra Porto. Es kommt drüber weg. Ich überlege, ob es eher ob ein Auto so heißen kann. Ja. Also ich meine, die haben ja hinten immer sowas drauf stehen. Hm. Was hast du vorhin gesagt? Pacero. Pacero. Ja. Pacero, Aldante, Aldente, Sisi und Extra Porto ist dann. Aldente heißt kein Auto. Kein Auto heißt Aldente. Sind die alle so. So wabbelig. So wabbelig. Ich fahre ein Seat Aldente. Ein Seat Aldente. Seat Aldente. Vor allem Seat. Ja. Ja, aber es gibt Brillen und die sind meistens aus Glas. Ja. Und dann gab es ja in irgendeiner Fernsehsendung, die so Ideen vorgestellt haben, hat jemand gesagt, ich habe es schon längst marktreif erfunden. Wahrscheinlich hat irgendjemand das Patent weggekauft, in die Schublade getan, damit weiterhin Glasbrillen gekauft werden. Es gibt auch ein biegsames Material, aus dem man auch mit Dioptrien so Seebrillen, also in Sehstärke herstellen kann. Das wäre dann, also ich meine, Aldente ist ja nicht komplett starr. Das wäre dann Brille Aldente. Und wenn Autos aus Material bestehen, dass bei Unfällen nicht so viel Blechschaden entsteht, wäre das dann Auto Seat Aldente. Das finde ich schon gut. Wie ist dein Auto? Mein Auto ist Aldente. Eben, ja. Ah ja, klar, ehe du einsteigst, möchtest du ja wissen, wie es wippt, wenn du dich setzt. Wenn man ein bisschen
Herzlich willkommen beim Autopodcast für alle, die von hinten anfangen. Bimmelbahnfahrer haben vom Wippen im Auto keine Ahnung. Aber andere so, schon. Von wippenden anderen Dingen. Egal, so weiter. Jetzt mach doch mal den Deckel drauf. Die Wippe ist übrigens auch Palindrom von beiden Seiten zu besteigen und dann kann man hin und her wippen. Jetzt sind wir wieder bei der 69. Naja, gut, nein, okay. Wippen ist ein Kinderspielzeug. Besteigen, hast du gesagt, egal, komm weiter, jetzt. Bibi Blocksberg und Tina besteigen immer alles und da hat noch nie jemand gesagt, das wäre palindromisch. Die alten Palindromer haben hier ja auch Limes gebaut und ähnliches und Limes rückwärts gesprochen macht keinen Sinn, deswegen hören wir jetzt meinen Podcast auf. Semil heißt das. Und wenn man da noch ein Semil. Semil, ach so, ja. Und wenn man da jetzt einen Buchstaben austauscht, dann ist es Semil und ja, was und dann sind wir schon wieder bei uns. Was wolltest auch du? Auch hier aus der Gegend ist ja auch die Senna, aber die hat nichts mit Senil zu tun. Wobei, ich weiß es nicht. Senna, wenn du Persil. Zuhörst, Persil? Nee, auch nicht. Nee. Senna, wenn du bisher mit Persil zu tun hattest, Schluss. Wir beenden unsere lustige Runde und dann könnt ihr zurück ins Leben. Das macht viel mehr Spaß. Wenn es keinen Spaß macht, guckt ein bisschen, dass euer Leben Spaß macht. Also es nicht jeder kann sein Leben toll gestalten, aber man kann es mitgestalten. Wenn es zu öde ist, macht irgendwas Tolles, was euch selbst Spaß macht, ohne die anderen zu sehr zu belasten. Und dann stellt ihr fest, dass es eine gute Richtung ist und richtet ihr euer Leben danach aus. Das Leben macht auf jeden Fall mehr Spaß mit Comics. Es macht mehr Spaß mit Comics. Liebe Leute, habt ihr verstanden? Es geht um was. Kauft mehr Comics, lest mehr Comics, falls ihr kein Geld habt. Sascha Dörps School Peppers ist nur ein Vorschlag. Es gibt unendlich viele kostenlose Comics im Internet zu lesen. Es gibt am Gratis-Comic-Tag kostenlose Comics. Wer kein Geld hat, ihr könnt trotzdem an Comics geraten. Es gibt sogar in Frankfurt jemanden, der läuft rum und verschenkt da Comics. Gibt's auch. Den muss man halt treffen, aber manche Leute haben den schon getroffen. Es war sogar schon einmal das Mikro an. Also lest mehr Comics. Wir hören jetzt mal hier auf. Mhm. Wer den Comic-Podcast von hinten hört, wir fangen jetzt an. Herzlich willkommen bei Comic Cookies Episode 84. Bin manchmal ich bin so Leger Legende. Zu Gast heute bei mir Steffen Liebschner, der heute das nächste Mal wieder die Führung übernimmt. Er ist an der Führungsposition interessiert. Ja. Heute zu Gast außerdem Sascha Dörp und war der Nachname richtig zu sortieren und Marek Stolewski. Ja, schön hier zu sein. Ja, und hallo. Sehr, dass es geklappt hat. Vielen Dank. Dankeschön. Hat es euch wieder Spaß gemacht? Es wird Spaß es machen. Es wird uns Spaß gemacht ja. haben. Ja. Ja, wir werden reden über die Comics, die der Sascha macht, die Comics, die der Marek macht. Heldrowin wäre ein gutes Thema. Ein bisschen Frivolitäten einstreuen. Und am Ende könnte man ein locker geschnürtes Paket verlosen. Ja, das wäre schön. Oder schon gleich zu Anfang. Also gleich nach der Vorstellung. Also die meisten Leute müssen den Podcast immer bis zum Schluss hören, um endlich zu dem Gewinnspiel zu kommen. Wer von hinten hört, wird es gleich als nächstes aufgetischt bekommen. Auf einem Tableau. Das steht nichts mehr, weil das ja rückwärts abspielt. Aber egal. Gab es nicht irgendwo in so einem Buch, die Ersten werden die Letzten sein, den Spruch? Stand es in dem Buch vorne oder hinten? Weiß ich nicht. Das war oder in der Mitte. In der Mitte. Ja. Wahrscheinlich in der Mitte. Oder die Letzten werden die Ersten sein. Nee, in der Mitte haben sich die Ersten und die Letzten getroffen und die haben gesagt, wir sind. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem, wenn du im öffentlichen Dienst arbeitest. Ne? Wenn, wenn du später gehst und oder später kommst und früher gehst, dann stößt du in der Mittagspause mit dir selber zusammen. Ja. kannst aber auch anstoßen. Zuprosten. Genau. Mittagspause, stimmt, passt. Und vielleicht versteht man sich so gut, dass eine 69 draus wird. Ja. Eben. Ja, ich trinke jetzt schon ein bisschen Dr. Pepper, dann muss ich noch ein bisschen rülpsen und was macht ihr noch? Haben wir danach gefragt, da steht die 23 drauf. Haben wir das nicht wieder? Auch die 23 drauf, ja. Oh, oh. Warum vielleicht heißt Dr. Pepper, wenn man es irgendwie ganz komisch liest, auch Illuminati. Nee. Kommt nicht hin, ne? Nee. Aber Bimmelbahn kann ich daraus lesen. Nee, da fehlen noch ein paar Buchstaben. Warum ist denn die 23 jetzt vorhin wichtig gewesen? Du hast es erwähnt. Was ist mit der 23? Irgendwie die Geheimzahl der Illuminaten. Die 23? Ja. So geheim kann die Zahl ja wohl nicht sein. Und die 5. Also jeder weiß das ja. 5 ja. auch. Ja. Aber die 7 ist gar nicht. Die haben bestimmt schon wieder eine neue Geheimzahl. Ja, die jetzt noch geheimer. Die doppelte, das ist dann nämlich 46. Die ist nämlich dann, genau, das ist dann sicherer. Auf dem Weg dahin kommt die 42. Ja. Auf was für ein Weg? Zu 46. Ja. Also ja. Kurz vor Ende. Bei mir nicht. Bei mir nicht mehr. Bei mir nicht mehr. Bei dir nicht mehr? Was? Nee. Keine 46. Nee, keine 42. Also die 42 hat er schon längst hinter sich. Ja. Also Antworten ist nur für Leute, die Fragen haben. Ja. Das ist wirklich armselig. Aber ist nicht schlimm. Kommt drüber weg und dann ist alles gut. Ja.
Aber hier steht noch, dass die 1885 gegründet wurde, beziehungsweise Etabliert. Ja. Etabliert. Mhm. Mhm. Was heißt das auf Französisch? Established? Man sollte nicht alles glauben, was man liest. Established. Bloß weil es auf einer Flasche steht, muss es nicht wahr sein. Es gibt da irgendein Modelabel, die schreiben, die sagen never established, oder? Ja, das kann sein. Das fand ich ja, obwohl ich für Mode überhaupt nichts übrig habe, fand ich irgendwie cool. Ja, da habe ich mal gefühlt, was cool fühlen ist. Sonst kenne ich das ja nicht. Ja, legendär, 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 legendär.